Ich grüße Sie, Freunde der Nacht. Ich hoffe, Sie können mich hier gut hören, ja. Ich versuche hier. Geht es hier mit dem Sound? Ist mein Mikro auch da, ja? Ja, Mikro ist da, sehr gut. Dann müssten die Audioeinstellungen, die müssten jetzt eigentlich passen. So, es ist rot. Ich bin jetzt ein Gangster, ja. Ich laufe jetzt ganz schnell rüber. Ganz schnell. So. Und ich glaube, die Map, die passt hier auch, ja. Ja, solange hier noch keiner da ist, können wir ja ein bisschen reden, ja. Ich muss jetzt schauen, das ist so mein zweiter Tag im Roleplay, ja. Ich versuche auch ein bisschen so den Dialekt aufrechtzuerhalten. Ich finde meine Schuhe extra klasse, ja. Die sind ja wirklich, wirklich gut. Ich muss jetzt da zur Fahrschule. Jetzt muss ich nochmal auf die Karte schauen. Bin ich hier schon am richtigen Weg, ja? Und ich musste jetzt über diese große Kreuzung unter der Brücke durch. Okay. Und an der Straße entlang. Ja, da bin ich eh richtig. Ja. Gibt es hier irgendjemanden? Ich schau mal. Hey, du, hey! Na, der sagt jetzt, der fährt einfach weiter. Ja, ich grüße Sie, die Damen. Hallo? Nein. Na, die kann jetzt nicht mich wirklich meinen, oder? Na, es ist schon schwierig in so einer Stadt, ja. Kennst keinen. Und dann, ich weiß noch nicht, ja. Ich schaue jetzt da mal rein, ich muss zur Fahrschule. Und ich muss da zu Fuß hin. Ich wollte ja eigentlich für das Taxiunternehmen anfangen zum Arbeiten, ja. Wenn ich da meine Selbstgespräche führe hier. Aber, hey, nimmt mich hier keiner mit? Von euch Arschgeigen? Warte, warte, der holt ihr auf. Der holt ihr auf. Hey, du! Bleib stehen! Bleibst du stehen? Ah, Zivilisten, ja. Alles Zivilisten, sage ich euch. So, nehmen wir die Hand da wieder runter. So, nochmal einen kurzen Blick auf die Karte, ja. Ich kenne mich ja nicht aus, ich bin hier ganz neu. Ja, ich muss jetzt ein bisschen rechts gehen und dann wieder links. Ja, das kriege ich schon hin. Ja, da oben ist halt die. Es ist so nervig, jetzt bin ich den zweiten Tag hier in der Stadt. Und ich wollte ja gestern meinen Führerschein machen. Aber da kommt keiner. Hey, du, Kollege! Ja, der hört mich nicht. Hey, du! Servus, du da in dem schönen Auto? Der Knight Rider war das. Habt ihr es gesehen? Oder Knight Rider? Ha, das war ein Spaß, sage ich euch. Ein Knight Rider. Danke, Mentox, für dein Follow. Danke, danke, danke. Ich bin ja neu in diesem Roleplaying. Ja, zurück in die Rolle. Ich muss jetzt da schauen. Also gestern, ich sag's euch, gestern war so ein wilder Tag, hey. Was ich alles gesehen habe. Ich habe da einen getroffen, der war so freundlich. Der hat sogar gemeint, er darf mir jetzt ein Auto kaufen, ja. Einfach so. Einfach so. Der darf mir ein Auto kaufen. So, schauen wir nochmal. Jetzt muss ich links und dann nach hinten um mich. Okay. So, ich gebiete, du stehst, du Niete. Ja, jetzt laufen wir einfach mal. Hey, Hilfe! Hilfe! Na, Moment, 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 Moment. Jetzt kommt meine erste Aktion. So. Jetzt muss ich mich da hinlegen. Du hast mir ja. Wieso fasst du mich an? Na, das geht jetzt nicht. Na, ich muss jetzt da die Cops rufen. Das nutzt jetzt nichts. Jetzt müssen wir da die Polizei anrufen. Ich wollte eigentlich nur zur Fahrschule. Da rufen wir jetzt schnell an. Oh mein Gott. Na, du kannst da jetzt nicht vorbei. Na, du kannst nicht. Das ist Fahrerflucht! Ah! Hilfe! 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 Fahrerflucht! Jetzt muss ich ins Krankenhaus. Jetzt muss ich echt ins Krankenhaus. Habt ihr das gesehen? Das war jetzt aber schon nicht nett. Ich kann gar nicht sagen, wer das war. Ich hab mir nicht einmal das Kennzeichen da merkt. Und beim Rettungsdienst hebt auch keiner ab. Ihr wollt eigentlich nur zur Vorschule. Jetzt weiß ich nicht. Na, abheben tut auch keiner. Na, weiß ich nicht. Vielleicht kann man da. Kann man die Rettung da rufen?
Unfall mit Fahrerflucht. Ecke 1,40. 1,41. So. Jetzt haben wir mal gesagt denen, dass es mir nicht gut geht. Jetzt muss ich schauen, ob es da Aktion geht, wo ich sagen kann, ich liege halt um. Na, nö. Fällt mir nichts ein. Ich setze mich mal hin. Na so, einer hat mich da einfach umgefahren. Was soll ich denn? Ich war am Weg zur Fahrschule. Und der, was war denn das? Eine Frau ist drin gesessen? In einem Kombi? Ah, das ist aber eine gefährliche Stadt, ich sag's euch. Eine gefährliche Stadt. Und Rettung kommt auch keine. Aber jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob die das da so ernst nehmen. Ich weiß nicht. Antwort kriege ich auch keine. Mein Knöchel tut weh. Nein, mein Knöchel tut nicht weh. Einen Schock habe ich. Ich glaube, Zigaretten dort mal helfen. Ich glaube, so machen wir das, ja. Wo bleibt die Rettung? Wie lange muss man da auf eine Rettung warten? Alter! Wieso kommt da keiner? Na, wisst was? Keine Antwort. Durst habe ich, Hunger. Keiner hilft mir. Keiner hilft mir. Jetzt überfordert mich gleich der Nächste. Ich seh's schon kommen. Jetzt gehen wir einfach weiter. So. Da, mein Blut. Nasenblut. Na, furchtbar, furchtbar. So, jetzt aber nichts für einen da zur Vorschule. Also der eine sollte auch mal zur Vorschule gehen, finde ich. Wer hupt denn da so wild rum? So, jetzt schauen wir mal. Ja, das ist aber nicht freundlich, was du da erzählst. So, schauen wir mal, ob wer da ist. Zugsperrt, jetzt wollt ihr mich dort ratzen. Nur dir. Das kann doch nicht sein, dass die Vorschule nicht offen hat. Leute, ich darf da gern Auto fahren lernen, ja. Und keiner ist da. Jetzt bin ich schon kurz vom Ragen. Ja, ich gebe dir gleich einen Shit. Vielleicht gibt es einen, den ich anrufen kann. Schauen wir mal in die Kontakte, ne? Ich glaube, ich rufe mal meinen Kollegen an, der Morningstar. Wo ist er denn? Morningstar? Haben wir doch eingespeichert. Na, dann speichern wir halt nochmal ein Wort auch kurz. Haben wir das irgendwo notiert? Ich bin ja gescheit, nicht? Und nachher merke ich mir solche Sachen ganz gut. So. Das müssen wir jetzt einfach so machen. Ist total spannend, nicht, wenn man sich nicht auskennt. Einfach die Dinge mal tun. So, dann schreiben wir mal rein, das war der Morningstar. Und der hat die Nummer gehabt, das war die, ich glaube die 58, 74, 7F. Ja, ich glaube, das war der Morningstar. Oh, jetzt habe ich da das Handy echt. So, eins runter, Enter, so, Nummer, was habe ich gesagt? 48, 47, 7F. So, du hast das speichern bitte. So, dann rufen wir den Kollegen mal an. Ah, da fahren die Cops jetzt um. Da ist der Rettungswagen jetzt. Ja. Dann gehen wir da mal hin. Jetzt werden wir mit den Kollegen mal reden. Ja, das schauen wir uns mal an. Na, grüß euch. Na, Herr Inspektor. Herr Inspektor. Jetzt schauen wir mal. Jetzt werden wir mit den Kollegen mal reden. Ich grüße Sie, Herr Inspektor. Guten Tag, ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen erschrocken, ich bin fast überfahren worden am Zebrastreifen und habe ein bisschen Nasenbluten gehabt, weil so eine Zivilistin mich da einfach Vollgas über die Motorhauben mitgenommen hat. Gott sei Dank ist mir nicht viel passiert. Jetzt habe ich nicht gewusst, ob jemand kommt, ich habe die ganze Zeit gewartet und keine Rückmeldung übers Handy, ja, jetzt habe ich nicht gewusst, ob jemand kommt. Dann habe ich
10 Minuten gewartet und dann habe ich gedacht, meistens eh nur Nasenbluten und dann bin ich weitergegangen, weil wissen Sie, ich wollte eigentlich nur zur Fahrschule und da ist jetzt keiner. Ich bin ja neu, ich muss ja meinen Führerschein machen. Okay, danke Ihnen. Danke Ihnen für die Mühe, dass Sie trotzdem kommen sind. Dankeschön. Ich grüße Sie. Hallo, hallo Herr Doktor. Na, ein bisschen Nasenbluten habe ich schon gehabt, gell, aber jetzt war ich nicht sicher, ob jemand kommt. Die eine hat mich da voll über die Motorhauben drüber gezogen, eine Zivilistin. Nein, ist schon gegangen, ich wollte eigentlich nur zur Vorschau. Wissen Sie, so ein bisschen aufgeregt bin ich ja immer noch. Hätten Sie ja Zigaretten für mich? Ja, das ist gut für Sie, schaut für mich. Ja. Na, noch ein Dankeschön, dass Sie so früh gekommen sind, gell? Nichts für ungut. Jo, passt. Alles klar, mache ich. Jetzt muss ich aber noch mal kurz nachfragen, ein bisschen lang haben Sie jetzt schon gebraucht. Was haben Sie denn dann die ganze Zeit? Nicht? Ach so. Mei, und dann nerv ich Sie wegen meinem Unfall da. Mei, es tut mir echt leid. Alles klar, das weiß ich echt zu schätzen. Du, ich wünsche Ihnen was. Danke, servus. Na schau, also wenn man ein SMS schreibt, kämen sie, aber abheben dann es nicht. Aber freundlich waren sie alle zusammen, ja? Hat schon passt. Gut, wir wollten ja eigentlich den Kollegen Morningstar anrufen da, ja? Jetzt schauen wir mal, ob der noch da ist. Man kann die anderen nicht hören, sagt der Mantix. Das tut mir jetzt... Dankeschön. Dann werden wir uns da gleich drum kümmern. Ich danke dir. Das liegt wieder an meinem, weil ich hier da rumswitch. So, jetzt warte, jetzt machen wir einfach. Dieses hier an. Desktop Audio. Jetzt müsst ihr gehen, jetzt müsstet ihr auf jeden Fall hören. Kann sein, dass Teamspeak da jetzt doppelt ist, muss ich das hier noch muten. Aber das testen wir ganz schnell und zwar einfach, indem ich sage. Es klang jetzt doppelt, okay. Mantix, danke auf jeden Fall. Ich komme gerade vom WoWS Turnier streamen, da sind die Audioeinstellungen komplett anders. Und dann mache ich das hier zum ersten Mal, muss man nachgestellen. Auf jeden Fall danke für die Hilfe. Ich hoffe, es geht jetzt gleich. So, was ist jetzt da mit Morningstar? Kann ich... Alter! Willst du mir häkeln? Mit dem Schrein. Kann doch nicht sein. Neuer Kontakt. Best Bro. Neue Nummer. Ohne Witz. Aha, Numbers already added. Okay. Aber wieso kann ich den anrufen? Diese Technik, ey. Ich will ihn ja anrufen. Ich will ihm nicht schreiben. Muss ich da auf Kontakt und da auf Morningstar. Achso, okay. Ich bin ja lernfähig, nicht? Ich bin ja lernfähig. Hoffentlich hebt er ab, nicht? Macht schon schwierig. Jetzt hebt er mal auch nicht ab. Es kann ja nicht sein, dass man da krimineller werden muss, oder? Wo kann ich denn da... Jetzt rufen wir mal im Department of Justice an, ja. Jetzt werden wir uns mal beschweren da im DOJ. Vielleicht hat da auch einen Einsatz.
Na, da draußen fahren sie für die Iren um. Die Rettung kommt spät. Na, was ist denn das bitte für eine Insel, wo ich da gelandet bin? Na, Service ist auch Success, kennt ihr hier aber nicht, gell? Ich kann ja nicht schon wieder zu Ella umfahren. Man kann ja halt mal am Handy ab. Jetzt weiß ich dann auch nicht mehr, Alter. Was tue ich denn jetzt halt? Was ist mit dem Daxler? Ruf mal den Daxler an. Kann er der Zeit heißt. Schaut da drüben war das Krankenhaus. Und wie lange haben die hergebracht? Kann er hätten wir auch. Was sollst du denn da tun ohne Auto? Nein, entschuldige. Nein, das riskiere ich jetzt. Ich dachte ja eigentlich gern einer von den Guten werden, ja. Aber wenn da keiner kommt, was soll ich machen? Das kann es ja nicht sein. Steigen wir da allein. Fahr mal eine Runde. Wenn es mir auch heim ist, eh wurscht. Wird spaßig. So, jetzt fahren wir mal zu Ella. Schauen, ob die nur live ist. Der hat. Da treffe ich ihn. Jetzt muss ich noch irgendwo parken, dass ich das Navi eingeben kann, ja. Bin ich sicher falsch. So, parken wir da mal ein da. So. Schön. So, schauen wir mal auf die Map. Das war da oben irgendwo. Na. Jetzt ein Kosten. Das war das Unicorn, ja. Unicorn, fängt mit U an. Jetzt gehen wir mal ins Rotlichtmilieu. Schauen wir mal, was da so los ist, ja. Das wird der Spaß, sag ich euch. So, U. Vanilla Unicorn. Und, eh ums Eck, ja, nachhand. Ich kenne die Leute schon ein bisschen. Es ist ein bisschen illegal, was wir da jetzt machen, aber das ist ja nicht so tragisch. Nicht? Mal ein Auto klauen, ohne Führerschein fahren. Ah, jetzt muss ich da umdrehen, auch noch. Aber was soll ich tun? Habe ich keine Zeit. Ich will was zeigen, was da so los ist. So, jetzt fahren wir rein. So, das sind die Kollegen. Na, was? Ist da geschlossen oder was? Steigen wir mal schnell aus, nicht, dass die Cops erkennen. So, wo ist denn die Security? Es kann ja nicht sein, dass am Samstag auch zu ist, oder? Jetzt weiß ich dann auch nicht mehr. Jetzt hat's mir aber nicht Bärs. Ja, vielleicht ist es teuer, vielleicht komme ich ja da rein. Es schaut mir jetzt nicht so sehr suspekt aus. Nein. Na, ich war da ja schon drin, ja. Ich kenne ja den Security-Chef. Ich kenne ja auch die Hauptdarstellerin da. Da drüben fahren sie wieder wie die Wilden. Und da komme ich jetzt nicht rein, oder was? Komme ich da drüber? Ja, ich komme drüber. Ja, das finde ich gut. Das darf mir halt keiner da erwischen. Dann weißt du, illegal mit dem Auto fahren und dann ins Stripclub einbrechen. Schönen guten Abend, die Dame. Ich grüße Sie. Psst. Sagen Sie, Psst. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Psst. Ja. Sagen Sie, ist hier ganz normal offen heute? Psst. Nein, nur Donnerstag, Freitag. Das wusste ich nicht, dann verbiesel ich mich wieder. Ich danke Ihnen für die Mühe. Kein Problem. Ella, es war mir ein Vergnügen. Übrigens, kurz schaust aus. Danke, wir gehen jetzt wandern. Echt, wohin? Ja, ich weiß noch nicht, wohin. Eine Angel werden wir uns noch besorgen und schauen wir mal. Na schön. Worauf die Berge. Also nur Donnerstag und am Freitag, oder? Ja, genau, ja. Okay, habe ich verstanden, na fein. Ja, dann gehe ich und wünsche euch nicht Hals und Beinbruch und schön, dass ich euch getroffen habe. Ich wünsche euch was. Passt. Ciao. Für euch, servus. Gibt es hier einen Ausgang? Ja, übers Tor kannst du üben. Oh, okay. Das war ein bisschen legaler. Na weißt, ich kenne ja so wenig Leute und die...
Die Vorschule hat nur jemand zu und es ist das ja, ziemlich leider. Nervig. Ich kann den Arschern nachholen. Ja. Ja, wir warten auf, dass sie öffnet. Ja, ich danke, es ist schon sehr freundlich. Psst, gerne, wir bemühen uns. Dankeschön. Na fein. Braucht's ein Auto? Psst, nee. Nee, Hammer, danke. Hammer, ja. Alles klar. Psst, ja, klar. Ich wünsche euch was. Servus. Jetzt weiß ich auch nicht. So, was tun wir? Wir fahren jetzt. Ja, was wir. Wir fahren jetzt einmal in die Szene. Und die Szene, sage ich euch gleich. Schauen wir uns an, die ist da oben. So. Ab geht die wilde Fahrt. Wir fahren jetzt zum Würfelplatz, ja? Würfelplatz. Keine Ahnung warum, aber jetzt schauen wir mal, was da so abgeht. Ich meine, es ist Nacht, es ist Samstagabend, ja. Da müsste eigentlich Halligalli sein. Vielleicht ist Halligalli. Ich meine, wenn ich da bin, ist Halligalli, ja. Stellen wir uns da einfach mal ganz frech da rein. Wo sind die Parkplätze? Da sind die Parkplätze. Oder nicht? Sind die am anderen Ende? Ja, fahren wir eine Runde. Da sind die Parkplätze. Ja, und da ist. Sag mal, habe ich was verpasst? Wo geht denn die Party? Keiner da. Jetzt weiß ich dann auch nicht. Jetzt bin ich in so einer geilen Stadt gelandet. Hat man so einen geilen Charakter, mit so einem geilen Charakter. Und keiner ist da. Wie sieht's denn nächstes so? Normal hat's geheißen, wenn du da bist, dauert's nicht lang, kämen andere auch. Und auf meinem Handy tut sich nichts, Alter. Jetzt probieren wir nochmal diesen Morningstar da anzurufen, ja. Geht nicht. Warum? Ne, hebt er nicht ab. Jetzt probier ich's nochmal. Ja, von diesem Lucifer, von dem habe ich mir die Nummer ja gar nicht geben lassen gestern. Ich habe schon gemerkt, das ist ein gefährlicher. Aber jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, der eine ist Morningstar, der andere ist Lucifer. Ja, was mache ich denn mit dem, ja? Wer ist jetzt der richtige Teufel? Ja, manchmal ist es schon schwierig hier. Wenn ich am Handy bin, schaue ich mal auf mein Handy. Ich hätte euch hier gern was anderes geboten, aber es ist. Es scheint so, als war da heute nicht so die Party. Schau, ein wilder Motorradfahrer. Dem tat die auch noch hinterherfahren. Servus? Christi? Ah, du hast aber ein geiles Bike, Alter. Servus? Eine was? Eine Drag. Oh, die ist schön, gefällt mir gut. Wie schnell geht die? Von 0 auf 100 in nicht mal 3 Sekunden. Die kann maximal 180, 190. Ja, du laberst doch. Ja, kann doch. Ehrlich? Ja, darf ich? Auf der Autobahn macht sich am besten. Brauchst du das danach noch oder gehört es dann mir? Oder wie war das jetzt? Die bringen mich dann nicht um. Nee, kannst du zum Austest. Achso, ja gern. Hast du einen Helm dabei? Ja, müsste da vorne sein. Also, hinten im Sitzklappenteil. Genau, fahr am besten links Autobahn hoch um die 100. Cool. Und die soll sie da wirklich wiederbringen? Ja, wiederbringen bitte. Du, das ist voll nett. Vielen Dank. Und bis gleich. Autobahn links, hat er gesagt, oder? Na, dann gehen wir mal Vollgas. Ab geht die wilde Fahrt. Au! Ja. Ja, ich weiß nicht, was hat er gesagt? 100? Alter, hat der Drossel drin. Schaut sich das an. 90 geht der Hobelei. Ja, aber Hinterreifen wie vom Batmobil. Jetzt sind wir mal nicht so hoch, bringen wir es ihm wieder zurück. Er war so lieb, dann hat sie uns geliehen. Aber Hinterreifen wie vom Batmobil. Ja, gefällt mir. Aber das mit 90, mach irgendwas falsch? Nö, aber nach vorne lernen geht. Und bei Rot drüber über Doppel!
Naja, Handbremsen trauen wir jetzt nicht, aber. Und Blitz, bitte geworden. In der 80er-Zone. Na, gratuliere. Du, ich danke dir recht sackrisch. Das war. Die geht aber allein 90, gell? Die geht aber nur 90. Nee, du hast. Nein. Die geht nicht nur 90. Habe ich nicht hochgeschalten? Du hast ein Tempomat drin gehabt. Ich hab mir schon gedacht, das ist ein Drossel. Nee, nee, Tempomat ist drin. Löse ich den mit T aus? Hier vorne ist so ein Schalter. Ah. Lock. Lock oder sowas. Neben der A-Schalttaste, wenn du verstehst, was ich meine. Da. Ich glaub, das kriege ich hin. Dann lösen. Genau, links hier an der Autobahn, gleich bei der Kreuzung links. Dann kannst du Vollgas gehen, ohne einen Blitz zu waschen. Alles klar, dankeschön. So, wo war das jetzt mit? Nö. Was hat er gesagt? Neben dem Schalter rein. Nö. Kriege ich tatsächlich nicht hin. Ja, passt schon. Provozieren wir die Cops ein bisschen. Okay. Okay, tun wir mal so, als hätten wir es gewusst. Oh, schon wieder geblitzt. Du, ich danke dir, Sakrisch, das war voll nett. Hast du einen Motorradführerschein? Hey, ich hab nicht einmal einen normalen Führerschein. Na, wissen Sie, das ist hier alles nicht so einfach. Ich bin hier neu. Und da. Oh, hallo Polizei, Christi. Und da kommen. Ja, wie soll ich sagen? Die Vorschau hat so, keiner ist da, niemand am Handy erreichbar. Das ist jetzt alles nicht so fein. Ja, was soll ich sagen? Lass mich nicht erwischen. Kurz mit Nachzeit. Ja, ich weiß. Du, entschuldige, darf ich dir was fragen? Hast du vielleicht eine Zigaretten? Ja, hat er. Ja, da, darf ich auch eine haben, bitte? Das war super nett von dir. Gut, ich muss mal weiter, gell? Ich danke dir, servus. Passt rein. Danke, ciao. Jetzt hat er mir zwar keine gegeben, aber rauchen tun wir trotzdem. Hm? Vielleicht geht es ja mit. Smoke weed every day. No, I don't need help. No. Na schau, Samstagabend, ich habe gedacht, hier geht die Party, aber irgendwie. Ich weiß nicht, wollen wir ein bisschen zu den anderen fahren? Zu denen, die es da noch so gibt? Ich glaube ja, das war hier unten irgendwo. Ich glaube, wir fahren mal dahin, oder? Wir fahren jetzt einfach mal hin. Die Polizei ist eh im Einsatz. Die werden eh keine Zeit haben für mich. Ja. Und sonst spreche ich einfach ganz schnell Österreichisch, dass sie mich nicht verstehen. Dann fahren wir einfach mal regelkonform. So gut es mit dieser Karre geht hier. Wieso ist der rot? Nein, der war jetzt schon grün, oder? Ein bisschen farbenblind bin ich manchmal, ja. Okay, fahren. Schon wieder geblitzt. Nein, meine Güte. Okay, man darf hier nur 80 fahren, ja, habe ich verstanden. Echt, man darf nur 80 fahren. Ja, super. Na, spannend wird, wenn ich dann diesen Strafzettel kriege und sie feststellen, dass ich keinen Führerschein habe. Das wird lustig. Okay, dann biegen wir einfach mal ab. Wieso darf man hier nur 80 fahren übrigens? Es ist echt anstrengend, ja. Na, Kreuzung, da traue ich mich jetzt nicht schneller fahren. Ja, du schaust, dass du weiterkommst. Oh je, da kommt die Polizei. Aber die kommt sicher nicht wegen mir, oder?
Hört ihr die Sirene? Kommt die näher? Ja, die kommt nicht näher. Glück gehabt, ja. Ja, die haben halt viel zu tun, weil heute sind irgendwie nur die Kriminellen unterwegs, ja. Jetzt fahren wir mal da in dieses Viertel hier. So, aussteigen schnell, bevor die Polizei kommt. Sonst wissen sie... Ja, grüße Gott, die Dame. Ja, servus, ich grüße dich. Nächste Woche, oder was? Ja, frierst du nicht? Ja. Na, du gehst bitte weiter, ja. Jetzt gehen wir mal schauen. Hallo. Na, das sind hier wieder welche, die fahren mich wieder um. Ich weiß nicht. Weiß wirklich nicht. Bin ich hier richtig? Ich habe gedacht, hier sind irgendwie Freunde oder so. Ja, die heben auch alle nicht ab, ja. Niemand ist da. Aber das schaut eh gut aus, was sie da machen, ja. Ich würde sagen, wir fahren einfach ein bisschen rum. Oh, da ist Musik. Da ist Musik, da schaue ich doch mal rein. Klopf, klopf. Klopf, klopf. Hallo, macht hier niemand auf? Nein? Ja, steck mir lieber mal weg. Ich kriege auch langsam Hunger und Durst, jetzt schaue ich mal darüber, ja. Oh nein, ich muss ins Auto. Was soll ich denn hier ohne Auto machen? Jetzt schauen wir mal. Gibt es hier einen Supermarkt? Das ist ein Supermarkt. Servus Leutchen, ich grüße dich. Hi. Da fahren wir jetzt einfach mal hin, ja. Ja, I know what I'm saying. Lassen wir die Dame da vorbeigehen. Ja, Sabine, ich grüße dich, meine Liebe. Ich habe das entdeckt, ja, weißt du? Ich habe gedacht, ich bin hier auf einem guten Server, aber ich muss... Soll ich... Ja, der bin ich heute. Aber ich muss sagen, es ist jetzt schon ein klitzekleines bisschen frustrierend, ja, muss ich sagen. Es ist Primetime und keiner da, ja. Obwohl hier 60 Leute online sind, aber... Ah! Ah, Ihnen geht's eh gut, oder? Der Dame geht's eh gut. Ich bin Fahranfänger, ja? Ich habe ja keinen Führerschein. Dürft ihr nicht zu böse sein mit mir. Nein, natürlich ist das Roleplay. Ich weiß jetzt nicht. Hörst du da meinen Slang? Ich schau, die laufen da. Und jetzt kommt da auch noch ein Hubschrauber. Jetzt muss ich mich aber schnell verstecken, glaube ich. So, ich park jetzt mal hier bei der Tankstelle. So, die Polizei, die hat mich eh nicht gesehen, ja. Jetzt gehen wir da mal rein. Auf VChange 3.0. Ja, hart, ich bin ja neu in dieser Sache, weißt du? Ich kenne mich da noch nicht so aus. Bin da auf dem von Martin Fritz. Dann schauen wir mal rein da. So, jetzt muss ich was zu essen kaufen, ja. Muss ich eh. Ein Fischbrötchen darf ich kaufen. Ja, das ist ja super. Zwei bitte. Ich mag keine Fischbrötchen. Was ist mit Getränken, ja? Habt ihr hier keine Getränke? Jetzt muss ich mal bieseln, ja, nein. Was gibt's hier? Ausrauben, ja, ich weiß nicht. Nein, nein. So kriminell will ich eigentlich nicht werden, ja. Du hast die Einreise verpasst, also ich verstehe. Na, ich glaube, Geld habe ich genug. Aber ich muss jetzt mal schauen, was ich da in meinem Inventar habe. Da muss ich jetzt etwas essen. Die Anzeige sagt mir hier, dass ich Hunger habe. Ist hier mein Magen knurrt? Na, ich glaube, dieses Roleplay jetzt schon. Ich könnte mir jetzt auch. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich könnte mir jetzt noch diesen Vodka Energy, ja. Das wird mich jetzt volle wegbladdeln. Aber wenn du da was anderes hast, Sabine, kannst du mir das zukommen lassen, ja? So eine Info. Weil im ersten Moment bin ich jetzt super gehypt gewesen hier.
Was soll ich jetzt betrunken auch noch Auto fahren mit einem ohne Führerschein? Ich glaube, ist keine gute Idee, oder? Ja, wenigstens habe ich nicht mehr so Durst, ja. Ich probiere es nochmal auf meinem Handy. Ich probiere jetzt diesen Morningstar nochmal anzurufen. Mal schauen, vielleicht ist er aus der Hölle auferstiegen. Müsste sich eigentlich schon ausgehen. Amantix, ja, beste Server eh, aber ich, jetzt siehst du eh, was hier los ist, nicht? Ich erreiche niemanden, mein Führerschein kann ich nicht machen. Im DOJ ist niemand, ja. Ich darf hier nahezu betreten. Die Rotlichtszene hat geschlossen. Die kriminelle Szene finde ich nicht, ich weiß. Ich bin jetzt schon ein bisschen überfordert, ja. Und jetzt geht mir der Wiener Dialekt aber auch gleich selber auf die Nerven, ja. Das muss man auch schon sagen. Ja, vielleicht wechsle ich wieder zu meiner alten, normalen Stimme. Ich hatte ja eigentlich einen Plan, aber irgendwie... Na, da hebt ja gar keiner ab, Alter. Ah, wen habe ich denn da noch? Ich habe noch den... Er ruft den Thomas an. Vielleicht ist der wenigstens da. Oh, Leutchen, Sabine und ich am selben Server, das könnte unangenehm werden. Unangenehm! Unangenehm! Oder jetzt ganz im Ernst. In der internen haben sie gesagt, hebt vielleicht jemand ab. Schauen wir mal in der internen. Na, nobody. Okay, ich bin wieder sauber. Da hebt keiner ab. Okay, und ich habe jetzt einen Tipp bekommen. Wo ich mich hinbewegen kann. Also angeblich. Also ich muss hier in dem. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, also solange jetzt keiner kommt, ist mir das wurscht, gell? Also die Organisation ist schon ziemlich gut. Das ist schon toll. Die sind ja schon auf Zack. Okay. Telefon raus. Kontakte. Naja, Kontakte. Wie heißt der Kollege jetzt nochmal? Ja, passt ja. Ah, you need some sex, okay? Ey, was ist das hier? Na, jetzt probieren wir es nochmal, ja. Jetzt schauen wir nochmal, ob da noch einer abhebt hat. Ah, he's not cheating anymore. Ja, gratuliere. Du hast einen richtigen ausgesucht da drüben. Brauchen Sie einen Anwalt? Habe ich hier Anwalt gehört? Well? Ihr wollt ja hier. Eigentlich wollte ich hier ein bisschen Action zeigen, aber das pisst mich jetzt an. Das ist vielleicht ein cooleres Auto, als ich es habe. Aber ich muss Gewehr sein, ich wollte hier. Eigentlich wollte ich hier Staatsanwalt werden, nicht? Wieso ist das Auto zugesperrt?
Kann ich das, die Scheibe einschlagen? Und jetzt öffnen? Dankeschön, die Dame. Mach mich mal schlau. Na, wissen Sie, ich habe da schon ein bisschen Blut geleckt mit dieser ganzen Sache. Ich laufe jetzt nicht zu Fuß rum. Nein. Das werde ich nicht machen. Ja, da war rot, egal. Feuchtet eigentlich lang. Ich muss. Sollte umdrehen. Lässt du mich darüber? Ja, danke. Aber so ein bisschen mehr Bevölkerung. Ich meine, du musst mal vorstellen, ich kann ja tatsächlich OOC sprechen und niemanden interessiert's. Allein das ist ja schon blöd. Also ich war voll gehypt von der ganzen Sache. Die Kollegen, mit denen ich da gesprochen habe, unfassbar toll. Professionell im Onboarding mit, du kriegst alles erklärt, du kriegst es schriftlich, du kriegst es, also du musst adept sein, wenn du es nicht checkst. Die machen High-Class-Bewerbungsgespräch mit dir. Da musst du dich halt an die Regeln halten und dann warten, bis du abgeholt wirst und dann machen sie dann noch Tests mit dir, dass du dich ja ans Roleplay hältst. So richtig gut, die haben ja Ahnung, was sie hier wollen. Ich kann es nur bestätigen, ist einfach toll. Ja, gern. Aber irgendwie, ich meine, ich bin angekommen, bin eingeladen worden von einem. Ich hab gestern Private Lab Dance gekriegt und alles. Einfach nur, hey, du bist neu hier, schau mal. Auch mit ganz tollen Menschen in Kontakt getreten und da. Aber halt zu wenig irgendwie ist es so. Jetzt stehe ich schon wieder hier und schon wieder ist Kanada, ne? Und das halt. Also wenn ich dann Roleplay machen will, dann will ich auch Roleplay machen. Ich meine allein, dass ich hier OC ungestraft reden kann. Strengstens verboten. Aber geht anscheinend. Ja, ich glaube, ich pöbel hier irgendwen an. Ich wollte eigentlich Staatsanwalt werden, weil ich vorher bei den Bösen beliebt machen. Ich meine, schau mal mein Outfit an, voll cool, oder? Rote Schuhe, diese Karo-Hose, ich liebe es, das ist echt gut. Aber so irgendwie... Ja, servus, was ist mit dir? Alter, nimm's mir mit! Ich brauche Entertainment! Ja, bitte, komm! Kommen Sie! Ich grüße Sie! Oh, wunderbar, ich grüße Sie! Herzlichen Dank, dass Sie stehen geblieben sind. Steig hinten ein, nimm mich mit. Hinten? Ja, lassen wir uns mal drauf ein. Ah, schade, ist vorne geworden. Ja, egal, rutsch nach hinten durch. Alles gut. Ich schnall dich dann an. Ja, ich bin tatsächlich Anfänger. Ich grüße Sie. Hallo. Moin. Ja, Tom ist mein Name. Ich bin neu hier. Wie ist Ihr Wettername? Mein Tom. Auch Tom? Mein Name ist Hitachi. Hitachi? Hitachi, ja. Hitachi, cool. Ich grüße Sie. Wo fahren wir jetzt hin? Kannst du kurz nach hinten durchrutschen, oder? Mit dem neunten Finger kannst du über die Sitze klettern. Mit dem neunten Finger, sagen Sie? Genau. Ich verstehe. Ich versuche. Gib's mal einen Moment. Hinten rechts ist mein. Genau. Muss irgendwo bestimmtes sein, Bruder? Nö. Ich wollte hier noch ein bisschen. Ich krieg das mit dem neunten Finger nicht hin. Naja, doch. Du warst schon hinten, alles gut. Achso, und jetzt? Jetzt bist du hinten. Perfekt. Ah ja. Dankeschön. Nein, ich wissen Sie, ich war ein bisschen auf der Suche nach Action und ich war zuerst im Unicorn und da war nichts los und ich habe ja noch nicht mal einen Führerschein. Ich warte ja seit zwei Tagen, dass die Fahrschule ein bisschen aufmacht. Und ich wollte eigentlich auf die. Wie soll ich sagen? Naja, ich in meinem früheren Leben war ich mal Staatsanwalt und ich habe gedacht, ich könnte mich da irgendwie bewerben, aber die kriegen ihren Arsch nicht hoch, verstehen Sie? Na komm, ich gebe dir ein bisschen Geld. Jetzt hab, nein, ich möchte noch kein Geld, danke.
Nein, 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 ich möchte erst schauen, was sonst so gibt, Alter. Jetzt. Die Hände bitte hoch. Sie wollten. Einfach Hände oben lassen. Sie wollten mir doch Geld geben. Ich wollte mal kurz Zip-Ties an. Ich wollte ja gerade. Kann ich noch was sagen? Ja, klar. Ich wollte ja eigentlich, also wie erwähnt, ich wollte ja eigentlich mich bei der Staatsanwaltschaft da irgendwo bewerben. Warte ganz kurz. Ach fuck, ich habe ihn noch nicht gesucht. Moment, kannst du ihn nochmal kurz bedrohen? Die Waffe auf ihn richten. Der Herr, ich da stehen bleiben. Wieso? Das, du kannst ich habe ihn nicht durchsucht. Mach ich, alles gut. Nein, nein, sie durchsuchen mich sicher nicht. Herren. Stehen jetzt. Nö, sie durchsuchen mich sicher nicht. Nein, ich bleibe auch nicht stehen. Nein, nein, sie nennen mich ja auch nicht Junge. Wo sind denn Sie zur Schule gegangen? Entschuldigung, hallo? Hallo? Nein, ich gehe jetzt weg und Sie lassen mich am Leben. Das ist, nein. Du bist gefesselt und wir sind beide bewaffnet. Mach keine Faxen. Das ist mir jetzt egal. Nein, ich mache das nicht mit. Nein. Sie sind mir unsympathisch. Ich habe gedacht, Sie sind Freunde, aber ich bin Ihnen wahrscheinlich auf den Leim gegangen. Da gehe ich jetzt einfach weg und Sie können sich jetzt entscheiden, ob Sie mich jetzt erschießen wollen oder gehen lassen wollen. Mit den Konsequenzen müssen Sie dann selber leben. Das interessiert mich jetzt nicht. Nein, nein. Ich gehe hier weg. Ich habe gedacht, wir wären eigentlich Freunde, aber... Aber, also Sie können sich entscheiden, mich erschießen oder gehen lassen. Das ist dann Ihre Entscheidung. Nee, Sie laufen hier jetzt weg. Wieso nicht? Hören Sie, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Können wir das vielleicht nochmal neu anfangen? Ja, okay. Er macht deine Handfesseln los und dann machen wir es nochmal von vorne, ja? Ist da eine Chance? Das finde ich sehr... Du kannst damit auch einfach Geld verdienen, aber wenn du nicht willst... Nein, nein, ich möchte ihn einfach nicht erschossen und ausgeraubt werden. Das wäre... Dann schneide ich. Du hättest die Sachen ja wiederbekommen. Also machst du jetzt mit oder nicht? Ja, dann mache ich mit. Wenn sie mir das so erklären, dann... Die Cops, wo laufen wir hin? Du bleibst hier und du redest leise. Verstanden. Komm mit zum Auto. Ja, eine Sekunde. Ja, ich komme. So, jetzt bleib mal kurz stehen. Jawohl. Und red leise. Ich bin sehr leise. Das zur Sicherheit kurz ab und du kriegst das nachher wieder. Achtung, ich habe ein Messer hinten im Hosenbund. Psst, alles gut, habe ich gesehen. Perfekt. Na, ich lüge sie ja nicht an, ja. Psst, so, guck mal, Angeln und so, das lasse ich dir. Leg mal bitte einmal das Handy ab. Also ich greife dir jetzt in die Tasche. Und pack mal bitte das Handy da raus. Jawohl, Handy kommt. Achso, ich bin gefesselt, schade. Ich möchte ja kooperieren. Psst. Mach ihn nochmal kurz los, hast du noch mehr Kabelbinder, ja, ne? Ja, ich hab genug dabei. So, mach jetzt deine Kabelbinder kurz los, dann gibst du mir bitte dein Handy rüber, beziehungsweise legst es auf den Boden und lässt dir neue Kabelbinder anlegen. Sobald du meinst. Kriegst du Geld dafür, wenn du jetzt vernünftig mitmachst, dann passiert dir nichts, okay? Ich mach vernünftig mit, das mach ich gerne. Ja, einen Moment, so. Einfach ablegen auf den Boden. Ich muss das wegwerfen. Ja, ich verstehe, okay, herzlichen Dank. Sind gleich soweit. Ist erledigt. Bitte ein Stück zur Seite. Ja, gerne. Und Hände wieder hoch und er legt eine neue Kabelbinder an. Das kriegst du nachher alles wieder ab und kriegst seine Sachen wieder. Verstanden, ich verlasse mich auf euch. Bin jetzt gespannt, ich bin zum ersten Mal ausgeraubt worden. Wenn du leben willst, dann machst du jetzt einfach mit, okay? Ich mach mit. So, ich leg die Tür jetzt wieder an. So, dann komm mit. Ja, ich komme. Und hinten in den Wagen, ich mach dir die Tür auf. Herzlichen Dank. Sollte ja, egal. Ja, ich rutsche. Schnallst ihn an? Jo, so, der Kollege, ich schnall sie kurz an. Passt gut. Mikrofon muted. Oh, wie geil, ich werde hier entführt. Ist nichts Persönliches. Ja, das sag ich auch immer, ja. Das wäre eh nichts Persönliches. Und wie gesagt, wenn du dich jetzt vernünftig benimmst und keine Faxen machst, dann passiert dir nichts. Aber erklären Sie mir doch kurz, worum geht's denn? Also, ich bin ja offen für Geschäfte, so ist ja nicht. Ich habe. Ja, gut. Ziemlich versteckte Talente. Wonach sieht's aus? Wie bitte? Sag, wonach sieht's aus? Naja, also viel Lösegeld werden sie jetzt für mich nicht bekommen, nicht? Aber. Das reicht schon. Aber so ein bisschen, ich glaube, $8,000 habe ich dabei, aber ich bin ganz sicher. Achso. Na, ich bin nämlich ganz sicher, ich könnte Ihnen anderweitig behilflich sein. Ja, wie denn? Darf ich Ihnen da mal kurz meinen Plan erläutern? Kannst du mir gerne von deinem Plan erzählen, aber. Also ich bin ja jetzt seit gestern da, ja? Und ich hätte so den Wunsch gehabt, ich habe das eh schon dreimal erwähnt, mich bei der Staatsanwaltschaft bewerben zu dürfen.
Aber das hätte ich ja niemals gemacht, ohne Hintergrund mit den lokalen, tatsächlich dominierenden Kräften zu kooperieren. Wenn sie mir vielleicht folgen können. Sie werden hier nicht abgehört in diesem Wagen, oder? Okay. Also ich hätte mir gedacht, ich könnte mich da so in die Staatsanwaltschaft einschleusen, wenn sie mir folgen können. Und für uns, sage ich mal, arbeiten mehr oder weniger. Ich weiß jetzt noch nicht mal ihre werten Namen, noch kenne ich den Namen ihrer werten Gemeinschaft, aber... Und ich sag mal so, kannst du dir vorstellen, in welcher Rubrik wir tätig sind? Naja, organisiertes Erbrechen wird es jetzt nicht sein. Das ist nicht korrekt. Naja, aber sowas könnte ich mir durchaus vorstellen. Kommt auch an, ob du Leute von uns rauskommst. Grüß euch, ihr geilen Typen. Naja, je nachdem, wie stark ich bin. Ich habe mit. Ob du die Art und Weise von Staatsanwalt meinst? Ja, ich habe. Ja, das wäre schon. Also, so Informationen und Leute rausholen. Also, ich habe auch gestern schon zu dem Kollegen, der da so einen leichten. Dieser mit den grauen Haaren. Zu dem habe ich schon Kontakt gefunden. Der weiß schon, dass ich gern kommen möchte. Und ich war eben heute auf Anschlusssuche zu ihrem Klientel. Also herzlichen Dank, dass sie mich hier entführen und ausrauben, ja. Deine Sachen kriegst du ja nachher wieder, hat er gesagt. Ich vertraue ihnen doch. Darf ich doch mal nach ihrem Namen fragen, würden sie mir den verraten? Die Tasche, immer noch. Ah ja, so wie am Nummernschild. Ja, das war aber seine Schuld, ich bin da ihr Zeuge. Also ich habe bei mir nicht einen Kratzer, okay. Ich habe das genau gesehen, das war seine Schuld. Ist betrunken gefahren. Ja. Und überhöhte Geschwindigkeit von der Gegenpartei. Also Sie merken schon, ich bin durchaus versiert in meinem Job, ja. Also ich würde vorschlagen, wir machen das jetzt folgendermaßen. Sie ziehen jetzt mal Ihr Ding durch und da wird sicher ein Angebot dabei sein. Und dann dürfte ich, Sie haben ja sicherlich auch einen Vorgesetzten, ja. Und dann dürfte ich den vielleicht sprechen und dem mein Offert mal unterbreiten. Solti, lass ihn mal bitte raus. Haben Sie da die Kindersicherung drin? Ich habe es gar nicht probiert. So, einmal rauskommen. Ja. So, einmal mitkommen. Jawohl, Solti. Darf ich um einen Gefallen bitten? Könnten Sie bitte aufhören, die Waffe da auf mich zu richten? Ich bin echt ungefährlich. Ja, dann lauf jetzt einfach. Wir haben uns gerade gut unterhalten. Also. So, und einmal da auf die linke Seite. Okay, habe ich verstanden. Genug Essen und Trinken dabei? Ein Getränk wäre... Jawohl. Ein Getränk wäre sehr von Vorteil. Mikrofon muted. Danke für die Chats, der Daniel und Fabicius. Ich melde mich nachher. Ja, ich, der hier mit den roten Schuhen, ich hätte ein bisschen Durst. Wenn Sie ein Wasser hätten, wäre ich sehr dankbar. Okay, wir bräuchten hier einmal für den Caillou eine Schere, damit er mal kurz was essen und trinken kann, bitte. Ja, alles gut. Soll ich ihm dann auch schnell nochmal, ne? Na, bitte nur die Fesseln, nicht mich. Nein, nur die Fesseln, keine Sorge. Machst du Faxen, endet das nicht gut für dich. Ich weiß, ich hatte aber gerade ein gutes Gespräch mit dem Itachi, der verbirgt sich für mich und ich kooperiere. Bisschen traumhaft. Na, voll, ne? Hast du selber was dabei? Herzlichen Dank, lassen Sie mich kurz checken, das ist ein wenig her, dass ich meine Taschen durchwühlt habe. Nein, leider nicht, ich habe nur noch ein Brötchen, so ein, ja, wenn ich her. Ein Getränk haben dürfte. Ich gebe ihm schon. Alles gut, ich hab super viel dabei. Wäre ich da sehr dankbar. Herzlichen Dank, Frau Kadashi. So. Nee, das haben Sie nicht gesehen. Da stand kein Nummernschild irgendwas drauf, das wissen Sie. Verstanden, danke, dass ich trinken darf. Sie schicken mich jetzt aber nicht auf die Ölfelder, oder? Nee, so jetzt einmal trinken. Leider nein, Lena. Geht mir schon viel besser, herzlichen Dank. Sie können mich gerne wieder fesseln. Ja, sehr gerne. Ich kooperiere. Alles klar, dann lege ich Ihnen einmal wieder die Fesseln an. Voll spannend, Alter. Was passiert jetzt? Ich glaube, die verarscht mich von hinten bis vorn. Gut. Mikrofon aktiviert. Wo fangen wir an? Wo hören wir auf? Na, ich hab noch ein Anliegen. Du hast kein Anliegen. Ich wollte gerade sagen. Du setzt dich wieder in das Fahrzeug ein, wo wir dich gerade rausgeholt haben. Du hast ja schon anscheinend gut geredet. Herzlichen Dank, dem leiste ich Folge. Gut, dann... Itachi, du nimmst den Caillou mit. Richtig. Ja, gerne. Maria. Na, komm mit. Danke, Itachi. Itachi, darf ich bitte kurz irgendwo schnell austreten? Naja, du kannst da vorne am Stein. Danke, das würde ich machen. Dauert nicht lang.
Ich zieh dir auch die Hose runter. Dankeschön. Weil ich dich jetzt nicht losmachen werde. Dankeschön. Mikrofon muted. Pickelpause, kein Scherz. Mikrofon activated. Dauert nicht lang, bin gleich da. Ich hab eh Handschuhe an. So, viel Spaß. Psst. Hast du gemacht? Ja, pisst kurz. Achso. Ich hab einfach die Hose aufgemacht und das Ding raushängen lassen. Psst. Ich mach dir jetzt die Tür hinten auf und dann checkst du hinter mir ein. Psst. Warte, ich helfe mit, damit sie sich den Kopf nicht passt. So, kein Psst, Problem. Schneid dir mal bitte an. Ich schneide dich an. Psst, so. Psst. So, Kaiju, bist du fertig? Sind wir noch nicht. Psst, psst. Wir müssen noch kurz eine Sekunde warten, Kaiju ist noch pissen. Psst. Soll ich ja richtig eklig da am Bein runter, ey. Ja, meinst du, ich halte das Ding oder was? Auf gar keinen Fall. Nee, das ist nicht, ich hoffe die Scheiße. Bro, du weißt doch, ich halte nur bei dir, Digga. Sonst ist hier niemand in dieser Thema weg. Psst. Ja, Digga, das ist brüderlich, Digga. Brüderliche Hilfe. Psst. Jungs, chillt mal jetzt ein bisschen. Psst. Alles gut, kein Stress. Psst, Kaiju. Herr zukünftiger Oberstaatsanwalt, sind Sie da? Kaiju, Oberstaatsanwalt. Ja, das bin ich, Itachi, danke fürs Heben. Ja. Ist gegangen mit deiner Kraft. Ich mach deine Hose auch wieder so. Na bitte abschütteln, nicht vergessen, gell? Naja, mach ich. So rein mit dem kleinen Ding, Hose zu. Ist gegangen zum Heben, hast beide Hände braucht oder ist gegangen? Psst, ne, ging so. Die Hose ist ja leicht zu öffnen. Ich steige wieder hinten ein, ja? So, ich mach hinten wieder auf. Psst. Warte, ich mach dir die Tür auf. Dankeschön. Sollte, kannst du ihn reinsetzen, bitte? Psst. So, ich setze dich einmal rein, ich schneide dich einmal an. Ah, warte, ich muss kurz, so. Mikrofon. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich das ausstelle, entschuldige, tut mir leid. Mikrofon activated. Mei, das darf schon passen. Psst. So, wir sind auch ready. Psst. Gut. Wenn du Hunger oder Durst hast, Bescheid sagen, ne? Dankeschön, mir geht's sicher die nächsten 12 Stunden ziemlich gut. Ja, das ist doch wunderbar, das ist immer nur so. Also ich will jetzt nicht mehr nerven, als eh schon. Ich bin ja schon dankbar, dass sie mich da jetzt nicht ausrauben und mit auf die Felder schicken. Wenn sie nicht zu viel wert, sagen sie einfach, ich soll die Goschen halten, ja, ich verstehe sowas. Du kannst ruhig ein bisschen erzählen, aber übertreib's nicht, ja? Ja, habe ich verstanden. Wie heißt denn so Ihre Vereinigung? Ist eine Vereinigung? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ja, organisiertes Erbrechen. Wir sind eher eine Art Freiberufler. Achso. Wir alles Mögliche vertreten. Okay, und blau ist Ihre Farbe? Ja. Ich muss ja wissen, wenn du... Digga, dass mich immer Leute anrufen müssen. Alles gut bei euch? Ja. Mikrofon muted. Hilfe, ich werde entführt! Wo lande ich jetzt hier? Ja, Herr Solti? Auch wenn ich Ihnen gerade das zu trinken gegeben habe, wie gesagt, da steht kein Name, Sie haben keine Ahnung, wie ich heiße, weil das wäre sonst ein richtig schönes Mitbrüchen, ne? Das habe ich verstanden, vielen Dank. Jo, ich hab Kopfschmerzen, warte mal. Soll ich fahren? Psst. Nee, geht gleich wieder. Ich bin hier nie lang gefahren, Digga. Psst. Ja, dann lass mich schnell fahren, komm. Psst, warte kurz. Rutsch einfach. Ich kann gerade nichts machen, warte. Na, ich. Wissen Sie, ich habe ja so versteckte Skills, ich kann ja die Schläfen ein bisschen massieren. Sie müssten mich nur losmachen. Psst, nee, alles gut, das passt schon. Psst. Ah, jetzt geht's wieder. Sind Sie Österreicher? Kleine Migräneanfälle. Ja, wie kommen Sie jetzt darauf? Ja, den hört. Na, ja, da ist meine zweite Vita aber nicht so gut, ja. Nein, ich komme ursprünglich aus Österreich, ja, das stimmt. Und manchmal verstelle ich meine Stimme so, dass man meint, ich bin aus Wien, weil da war ich tatsächlich tätig. So. Ja, ist
Postleitzahl, hallo? Sie fahren aber schon sehr flott. Wie war denn auch nochmal der richtige Name? Tom McKnight. Tom McKnight, okay. Ja gut, das muss ich mir merken, falls wir irgendwann einen guten Oberstaatsanwalt brauchen, der uns ein bisschen rausboxen, statt uns nur dicke Strafen gibt. Auf jeden Fall. Aber willst du Staatsanwalt oder Verteidiger sein? Nein, ich als Verteidiger ist ja offiziell, dass ich für die Gegenseite arbeite, ja. Ja, aber wenn Sie da einen Freund haben, verstehen Sie, der für ein bisschen Bares, für wenig Bares auf Ihrer Seite ist, dann... Es ist ja ein Glück, dass Sie mich gefunden haben, ja. Ich habe den Kontakt quasi offensiv gesucht. Und ich glaube, strategisch habe ich das ganz gut angelegt. Wo fahren wir denn eigentlich hin? Dürfen Sie mir das sagen? Negativ. Okay, habe ich verstanden. Was macht er mit dem LKW da? Ist der besoffen oder was? Lass mal woanders hinfahren. Na schaut, den werden wir gleich an. Anzeige ist raus, Alter! Psst. Also. Na, den boxe ich nicht raus, ja. Sollte machst du? Jo, 800. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert, was die mit mir vorhaben. Leute, wenn du einen Tipp hast, wie ich das Wispern ausstellen kann, haus mir gerne. Lass mal nicht so umdrehen, lass mal Eisen gern per PN her. Straße fahren. Mikrofon aktiviert. Also, man ist jetzt links. Ja. Na, und wie läuft das Geschäft so? Sind Sie da sehr erfolgreich? Sind Sie da eher die Größten oder eher die Kleinsten? Wenn ich das mal so fragen darf. Blitzer nach den Schienen. Was macht denn der Mitbewerb so? Haben Sie da Mitbewerb? Ja, ein bisschen. Aber ich sag mal so, wo ich vorhin stehen geblieben war, wir sind so eine Art, ich sag mal, Freiberufler, ne? Wir haben in sämtlichen Jobrichtungen, Erfahrung. Wir haben Mechaniker, Ärzte, eigentlich alles so bei uns in den eigenen Reihen, so, ne? Also nur Respekt. Kennen Sie den Herrn Lucifer auch? Ja. Den habe ich gestern schon kennenlernen dürfen. Ein sehr charmanter Kollege, muss ich sagen. Achtung, da stehen drei. So, ja. Der hat mir extra Geld gegeben für Tattoos und hat mir sogar von der Ella was spendiert. Das war schon sehr freundlich. Ja, wie gesagt, du kriegst auch deine anderen Sachen nachher wieder, kein Problem. Das brauchen wir nicht. Jetzt schauen wir mal, was ich Ihnen leisten kann. Da machen wir keine Sorgen. Sie leisten uns schon genug durch Ihre Anwesenheit. Genau. Diese Kooperation. Das sind wir sehr dankbar für. Psst, und seit gestern auf der Insel, ja? Ja, das ist korrekt, seit gestern. Dann geht es Ihnen jetzt so ungefähr so wie mir. Ja, und Sie sind jetzt schon so eine große Nummer. Dann muss das ja eine gute Organisation sein. Also ich bin organisiertes Erbrechen. Und, was soll ich sagen? Ich war auch am zweiten Tag eingepackt, ne? Also ja. Ich weiß schon, dass man sich am Anfang denkt so, was habe ich gemacht? Aber alles gut, wie gesagt, Ihnen passiert nichts. Solange Sie einfach vernünftig mitspielen und keine Faxen machen, wird Ihnen auch keiner was tun. Ja, das klingt jetzt schon wieder leicht bedrohlich, muss ich gestehen. Aber ich vertraue Ihnen da, wenn Sie sagen, ich spiele mit und... Ja, es geht einfach nur darum, keine Faxen zu machen und die Anweisungen zu befolgen, die wir Ihnen geben. Dann wird nichts passieren. Ich meine, es ist logisch, dass wir es nicht so toll finden würden.
während wir da halt am Machen sind. Sie meinen irgendwie anfangen zu boxen oder wegzurennen, was weiß ich, ne, das ist jetzt nicht. Naja, also ich muss Ihnen schon sagen, Sie verschleppen mich jetzt schon mit der Aussicht, dass ich da jetzt irgendwen treffe, dem ich mein Angebot unterbreiten darf. Wenn das jetzt nicht passiert, dann bin ich erstens einmal enttäuscht, ja. Weil unsere Beziehung basiert ja bisher auf Vertrauen. Und wir hatten ja kurz dieses Gespräch in der Tiefgarage. Wenn Sie jetzt meinen, ich muss da auf irgendwelchen Ölfiltern arbeiten, dann bin ich da jetzt schon enttäuscht. Ja. Arbeiten müssen gar nichts. Dauert auch nicht. Ich arbeite ja für mein Geld. Ich kann Ihnen ja auch jemanden entführen oder so, aber... Nee, Sie arbeiten jetzt in diesem Moment bei uns. Ja. So, ich mache nochmal die Tür. Sollte das denn raus? Ich mache ihm schon mal die Tür auf. Einfach warten, der Kollege macht die Tür. Ich verarsche mich. Ihnen ist schon klar, ja? Also wenn Sie mich jetzt zu irgendwas zwingen, was jetzt wirklich nicht toll ist, dann... Also das mit diesem Staatsanwalt, das war ja kein Scherz, gell? Nein, aber... Ne, du sollst einfach die Regeln befolgen und was wir dir sagen, dann passiert doch nichts. Und wenn nicht? Also ich meine, es gibt die Optionen, ja. Na ja, gut, dann hau ich dir eine Kugel in den Kopf, so. Ach so, ja, das ist aber unangenehm. Ist jetzt schon unangenehm, ja. Kann ich nicht auch so ein blaues T-Shirt haben? Lass mal die Geiseln hier aufreihen, bitte. Jetzt bin ich eine Geisel, na bravo. Möchtest du lieber wieder ein Paket sein, Caillou? Nein, ich bin mit Geisel vorerst zufrieden, wenn die andere Option Paket ist. Setzt euch mal bitte alle hin, die Geiseln sind, einmal hinsetzen. Da sind genug Sitzmöglichkeiten. Ich probiere, ja. Es zwickt ein bisschen, ja. Ey, da musst du die Hose mal nicht so hochziehen. Dann zwickt's auch nicht am Arsch. Nur weil meine Eier größer sind, ja. Mir geht das hier schon auf die Nerven, muss ich gestehen, ja. Ja, ich knie mich mal hin, so. Ich hoffe, das geht. Nee, du setzt dich hin, Kai. Wenn du mich trittst oder irgendjemand anderen tretest, dann... Dann was? Ja. Dann warst du groß mal, was? Ah. Wie, was? Halt ja, was? Schnauze jetzt. Junge, du hast hier gar keinen Anspruch. Hier erstens mal, ich bin ein bisschen älter, ja. Sie reden mich nicht mit Junge an. Und das Du habe ich Ihnen immer noch nicht angeboten. Sie wollen mich jetzt erschießen? Das stimmt, ja, aber das ist beidseitig, nicht? Ja, dann mach einfach, was wir dir sagen. Wie gesagt, dir passiert nichts. Und dann ist alles gut, alles entspannt. Das kriege ich hin, mir geht nur diese große Sprache ein bisschen auf den Sack. Ich mach mit. Sie sind mein Freund, an Sie erinnere ich mich. Passt, ich höre auf Sie. In Ordnung? Vielleicht kurz die Toilette benutzen. Ich bleibe hier sitzen und halte meinen Mund, alles in Ordnung. Und wir bitte noch ein bisschen weiter in die Ecke. In Richtung Pflanze, ja? Natürlich darf die Dame nicht. Jawohl. Wird durchgeführt. Ich würde sagen Weißschopf, ne? Aber keine Ahnung. Ich sag mal Burger-Tante. Alter, diese Schweine. Aber es merkt, wie man sie gleich kriegt. Sau geil. Mikrofon activated. Ja, lass sie doch da hinten um die Ecke gehen, Mensch. Ja, dann, ich stell mich hier vorne hin. Du kannst, hey, habt ihr gesehen, was er mit der Louis Vuitton-Tasche für einen kleinen Penis hat? Oder ich pinke hier einfach auf den Boden, weil ich kann leider nicht aufstehen. Warte, ich helfe dir, warte. So, ich pack dich einmal an deiner Schulter und zieh dich langsam hoch. Ich kann nicht aufstehen. Ach so, oh, warte. Ho, geil! Sehr hilfreich. Na, ich sag euch eins, das sind alles nur Hosen Scheiße, ja. Der, die auf dem Boden sitzt, einmal bitte abmachen die Kabelbinder, dann kann sie aufstehen. Ja, dann soll sie dann kurz pinkeln gehen und dann kommt sie wieder in den Kabelbinder. Du musst dir schon hochhelfen, mein Guter. Ja. Hab ich schon. Nein, entschuldigen Sie, die Herren, ich möchte hier kurz ansprechen. Ich fordere, dass eine Dame die Dame zur Toilette führt. Du hältst jetzt die Fresse. Ganz ehrlich, das ist die letzte Ansage, mein Guter. Die ganze Zeit waren wir freundlich. Wir können aber auch anders, wenn du das gerne möchtest. Wenn du deine Fresse nicht hältst, dann klatsch mein Schwanz auf deine Glatze. Hast du mich verstanden? Ja, nur weil dir das gefällt, gefällt mir das nicht. Aber ich halte jetzt meinen Mund. Also die Dame? Ja, besser ist es. Caillou, hör doch einfach auf jetzt. Ich kann es noch in mir halten. Ich kann jetzt gerade mit den Kabelbindern nicht aufstehen. Deswegen, ich kann noch abwarten. Also wenn es noch geht, also ja, wenn noch jemand jetzt irgendwas hat, mal ganz kurz so fürs Verständnis, ja, dann sag das bitte jetzt, weil jetzt haben wir noch Zeit. Ja, also die Dame da muss essen.
Oh, ich würde, merkt ihr, wie die verbal komplett unterlegen sind, ey, aber... Ich muss jetzt mein Groschen halten, sonst überlebe ich das nicht. Ich will ja überleben. Oder ich bin jetzt brav. Aber ich sage euch eins, wenn ich Staatsanwalt bin, kümmere ich mich um die Jungs. Ich darf nichts mehr sagen, die Dame, Verzeihung, aber die Antwort wäre ja und möchte ich dich doch mal wiederholen. Gut, danke, dann hältst du deine Fresse. Verstanden, Ende. Hab ich die nicht, oder sollst du die Schnauze halten, Caillou? Was brauchst du? Ich hab was. Warte mal, ich. Mikrofon. Ja, ich muss die. Ich muss die Schnauze halten. Es ist spannend, es ist spannend. Wenn ihr jetzt alle vernünftig mitmacht und es hier keine Faxen entstehen oder irgendwelche großartigen Unterbrechungen und dummes Gelaber, dann sind wir auch schnell fertig. Der Itachi ist eh der Geilste, muss man sagen. Wir müssen einfach nur kurz mitmachen, ja? Mikrofon activated. Trotz allem danken wir euch alle für eure Kooperation. Wie gesagt, wenn ihr keiner versucht abzuhauen oder sonstige Faxen zu machen, dann kommt ihr alle heile raus, dafür sorge ich schon, ja? Gut, alles klar, macht euch bereit, kommt an den. Wer fängt an? Ja, das macht Itachi und... Na, schau. Ja, let's go, Itachi. Sorry. Und du, und wir passen hier auf. So. Das Problem ist, der hier immer das Maul aufreißt, der stirbt normal in den Filmen immer als erstes, gell? Ich bin im... Mikrofon activated. Hey, hat jemand so mal schon was durchgemacht? Lassen wir uns am Leben. Die Fresse halten, Mann. Habe ich dir doch gerade eben schon gesagt, oder nicht? Verzeihung, ja. Plus, dass du noch einmal, ich schwör's dir, ich ramm dir diese Waffe so quer in den Arsch rein, dass du nur morgen nicht mehr sitzen kannst. Mikrofon muted. Das tut doch weh. Ich kann einfach nicht reden. Heißt er wirklich Caillou? Mann, mir ist scheißegal, wie er heißt und wenn er Günther heißt. Ich darf nichts mehr sagen. Günther! Scheißegal, wie er aussieht. Mikrofon activated. Mach keine Faxen. Verfolgt Anweisungen und dann kommen wir raus. Ja, hört auf den Döner-Entrepreneur. Auf den Döner-Entrepreneur! Alter, geiler Typ! Geiler Typ! Okay, das funktioniert jetzt. Ja, hier drei andere ja auch hin, ne? Mikrofon activated. Guck mal, Sorge, die Frau da hinten hätte ich sagen. Darf ich ja sagen? Ja, aber die Antwort ist Baseballschläger. Mikrofon muted. Ihr merkt, ich muss die Groschen halten. Also normalerweise würde ich mir das hier nicht gefallen lassen. Ich würde mich sogar verprügeln lassen. Weil normalerweise in so einer Aktion, die töten dich. Ja, sie sind maskiert, du hast ihr Gesicht nicht gesehen, okay. Aber die töten dich. Deswegen immer Widerstand leisten. Erste Regel einer Geiselnahme und erste Regel in der Gefangenschaft. Ein Gefangener hat die Regel oder hat den Auftrag zu fliehen. Genauso eine Geisel. Und nerv sie. Strapazier die Leute, strapazier die Nerven. So wie die einen zwei hier Gossen sprechenden Kollegen, die sind wunderbar zu reizen, wenn du, und ich war ja immer höflich, nicht? Das war so, naja, haben sie schon zwei Hände gebraucht, um meine Penis halten zu können, wenn ich so, der Itachi ist eh nur der Vernünftigste. Also wenn ich hier lebend rauskommen sollte, und das stimmt, was sie sagen, dann werde ich auf jeden Fall mit denen wieder in Kontakt treten und schauen, ob ich da nicht, was tun kann für die Gegenbezahlung, weil wie es scheint, machen sie es ganz gut und außer die Neuen fügen sich alle. Mal schauen. Vielleicht kann ich sie noch mal ein bisschen nerven, warte mal. Mikrofon activated. Mikrofon muted. Ich weiß nicht, sondern... Sorry. Mikrofon activated. Mikrofon muted. Das war jetzt nicht so gut, aber keiner reagiert auf den Furz, okay. Hat er sich eingeschissen? Mikrofon activated. Fuck, Alter, ich dachte, ich hätte mir das eingebildet. Ist ja ekelhaft. Gut, du sitzt hier mit zwei Damen in einem Raum. Du scheißt ja einfach rein. Ach, sei mal nicht so kritisch. Was muss, das muss. Ich meine, ich glaube, es ist der bei der Pflanze. Mikrofon muted. Ich bleib diszipliniert.
Sie haben gesagt, ich soll nichts sagen. Mich würde jetzt nur interessieren, was hier tatsächlich abgeht. Also machen die jetzt klassischen Banküberfall? Sie hat einfach in eurem Kopf ein Lied, was euch beruhigt. Hey, Macarena. Microphone activated. Streifenwagen. Microphone muted. Streifenwagen. Danke übrigens, Leutchen, für den Flüstertipp. Ich hab das. Jetzt kriegt ihr ja ein bisschen Stimmung. Glaubt ihr, das liegt jetzt nur an einer Partei, ob euch was passiert? Mach's nicht wirklich besser. Es sind leider nicht wir. Darf ich dazu was sagen? Herr Blauhemd, darf ich nochmal was vorschlagen? Du kannst weiterhin an der Top-Pflanze knabbern und die Klappe halten. Was sagst du? Ich hab gesagt, ich habe leider nicht großes Vertrauen in die andere Partei. Oh. Ich auch nicht. Da sind wir schon zwei. Hi. So, ich dich kennengelernt habe, so, no so. Go. Wir profitieren davon, wenn euch nichts passiert. Die profitieren davon, wenn wir liegen. Und was dort rum passiert, ist denen relativ egal. Also bleibt lieber auf unserer Seite. Besteht noch die Möglichkeit, dass man sich ihnen anschließen kann? Im Moment nehmen wir tatsächlich keine Praktika an und schieben den meisten Leuten, die solche Frage Schwertschellen eigentlich irgendwas irgendwo rein. Das hat ja schon mein Kollege erörtert. Also grundsätzlich. Naja. Danke, dass Sie so ruhig bleiben, habe ich verstanden. Oh, ich bin generell der Ruhige von uns zwei. Das habe ich schon gemerkt. Deswegen kriege ich auch den Baseballschläger und keine Langwache. Ich bin ein Freund. Und ich kooperiere zu 100%. Das freut mich. Belassen wir es dabei. Wenn das. Dann denken wir vielleicht über ein Praktikum nach. Ares, komm hier. Ja, ich guck da nur. Microphone muted. Wenn ich hier sterbe und im Krankenhaus lande, Alter, ich werde die alle so hochnehmen, echt. Microphone activated. Dann können wir denen schnell zeigen, dass wir wirklich welche haben. Wir machen das eh nacheinander, chill. Nicht, dass sie denken, wir blöffen. So, Caillou, der Papa geht jetzt mit dir ein bisschen spielen, aufstehen, aus deiner Ecke rauskommen. Caillou war mein Name, gell? Ja, ich stehe auf, ja, ich folge. Hallo, ja. So, stehen bleiben. Ich brauche hier einmal eine Schere. Microphone muted. Ich bin als erster dran, kein gutes Zeichen. Microphone so, activated. Solltest du losrennen, sobald die ab sind. Ich kooperiere. So dermaßen ein Schuss in deinen Hinterkopf. Tyler. Was Simmons? Hab schon, alles muted. Gut. Er hat eine Nike-Tasche, wie gefährlich kann er sein? Wenn's Adi das wäre, würde ich mir Sorgen machen. Microphone activated. Ja, Kalbs, wollt ihr ein bisschen spielen kommen, hä? Die sind hier freundlich. Man behandelt mich gut. Halt die Klappe, du hältst die Klappe. Krieg ich jetzt mal einen Verhandlungsführer hier oder wollen wir einfach nur beobachten? Hättest du die Möglichkeit, verhandeln zu kommen, oder der komische Caillou hier liegt gleich auf der Straße, dann könnt ihr euch aussuchen. So, mein Bester, dein Leben hängt zusammen. Ich kooperiere. Was die Guten hier machen. Wie kann ich dich unterstützen? Wie du die Klappe jetzt. Verstanden. So, immer noch keiner, der mit mir reden will. So, ich möchte reden. Was ist so schwer daran? Huhu. Microphone muted. Spannend und ich glaube, ich überlebe das überhaupt nicht. Alles ist Crips gegen Platz. Ich glaube, okay. Die wollen, dass Caillou hier auf dem Boden liegt. Microphone activated. Sagst du dazu? Hi. Und Caillou, was sagst du dazu? Na, ich müsste erst schauen, wie das funktioniert. Meinst du, die denken... So, wahrscheinlich Kennzeichen habt ihr jetzt alle schon geprüft. Kann jetzt auch einer herkommen und mit mir reden, oder weiß ich nicht. Kennzeichen.
Okay, wir gehen mal hier wieder rein. Alles einfach überspielen. Also Caillou, der anscheinend ist Caillou nicht viel wert für dich. Ja, keine Ahnung, hier will keiner reden. Ich bin ja auch noch neu. Das hat damit nichts zu tun. Das hat damit nichts zu tun, du bist trotzdem ein Mensch wie wir alle hier und dein Leben ist viel wert. Dann sind es Schweine. Darf ich was vorschlagen? Was denn? Ihr schickt mich als Verhandlungsführer. Ich hole für euch raus, was ihr wollt und wenn ich es nicht schaffe, knallt ihr mich ab. Soll ich dir gleich die 50 in die Hand geben? Möchtest du gleich die für uns nicht so laut und zweitens solche Sachen fangen wir gar nicht erst an. Du bleibst schön hier. Okay, verstanden. Junge. Guck mal, wir sind ganz gut miteinander ausgekommen. Dann lass ihn mal wieder los, Mann. Schlossi. Dann sollen wir wieder zu den anderen in die Ecke gehen. So, mein Guter. Itachi. Ja. Guck mal, jetzt kommt dein Retter in den Ort, dein Freund und Helfer. Ja, das schaut aber jetzt, das ist dir du vertrauenswürdiger aus, Alter. Ja. Manche Leute brauchen echt mal ein bisschen Aspirin. Kannst du mich vor dem retten? Ja, sehr schön. Was ist jetzt ruhig, mein Guter? Ich habe in der guten Bank 4 Geiseln sitzen. Ich weiß. Mikrofon muted. Spannend, überlebe ich es oder überlebe ich es nicht? Was meint ihr? Mikrofon activated. Richtig? In diesem Bettchen, ja. Richtig. Ich möchte, dass jeder, der gerade hier rumläuft, mit mir zusammen und zu mir gehört, dass wir auch in diesem kleinen süßen Bettchen liegen können. Also werden wir jetzt miteinander reden. Da würden wir so, würde ich mal vorschlagen, dass das auch gut möglich ist. Und was schlagen Sie denn vor? Ich sag mal so, es ist möglich, ja. Mikrofon muted. Gott, wie die Cops keine Eier haben. Ich würde da hingehen und sagen, nimm deine Maske auf und hol die Geiseln raus, weil sonst stürmen wir hier mit 30 Mann und sonst ist Ende. Problem ist halt, wenn du keine 30 Mann hast. Oh, Alter. Mikrofon activated. Ich habe genug Leute in der näheren Umgebung, die alles genau beobachten. Ich bin dir sofort mitgeteilt, wenn dieser Vogel da oben nicht zurückkommt. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Na, ihr habt das gehört. Ich kann Ihnen auch gerne einmal alle Geiseln zeigen. Das ist kein Problem. Stellen Sie gerne vor. Ganz nette Menschen. So, jetzt lass ihn mal los, Frosty. Ich will mit den Spielen an. Lass ihn los. Ja. So, Caillou, du bleibst jetzt stehen, okay? Keine Faxen machen. Verstanden. Schläg ihm wieder Kabelbinder einfach an. Naja, dreh dich mal bitte wieder um. Das ist nur zu deiner eigenen Sicherheit. Es wird keine weitere Person kommen. Ich gebe Ihnen eine Geisel. Und der Overwatch da oben... Mikrofon muted. Also, du hockst erstmal hier wieder hin. Nein, er soll stehen bleiben. Nicht alle hinsetzen. Dann können wir wieder nicht aufstehen. Wieder gelandet ist oder kommt hier ein zweiter Overwatch... Ich bleib stehen. Eine Geisel. Und das sage ich ihm so wie ich. Mikrofon muted. Wie sie auch die Straße hinten nicht absperren. Ey, was ist denn mit den Cops los? Die lassen sich hier alles diktieren. Mikrofon activated. Ich denke, ihr habt gehört. Yes. So... Die erste Geisel gebe ich ihm dafür, dass der Heli verschwindet. Ich habe ihm gesagt, dass wir überall Leute positioniert haben und ich weiß, dass der Heli dann auch beim TD gelandet ist. Sollte hier ein zweiter Heli ankommen oder der Heli landet nicht wieder beim TD, dann erschießen wir eine Geisel. So, dann stehst du einmal auf im Weiß. Hey, das wäre ganz geil, wenn du mal bitte da gucken könntest. Ich glaube, ich bin ein altes TV, müsste da landen, dass du da einmal bitte Ausschau hältst. Danke. So. Er ist schon auf dem Rückweg, das heißt, du möchtest die erste Geige haben. Bleib cool, alles gut. Mhm. Ja. Wie lange seid ihr schon zusammen, ihr zwei? Fast. Mikrofon muted. Mal ist er nett. Er da. Und wie früh habt ihr geheiratet? Er ist ein Netter. Boah, das war relativ früh. Aber ich glaube, irgendjemanden tötet er jetzt. Der macht es so wie Negan. Boom. Mikrofon activated.
Not bad, Alter. Damals in Spanien mit einer Familie, ich weiß noch. Mhm. Ja, steht hier schon bereit. In deiner Nase. Steht hier bereit. So, lass einmal vorkommen. Keine Sorge, wenn das vorbei ist, dann könnt ihr euch wieder Kuchen in die Nase schieben. Ganz romantisch in Zeitlupe. Nein, nein, nicht so schnell. Dass es vorbei ist, gerne, aber Kuchen. Ich hab ja noch nicht die Info, ob der Heli wirklich zurück ist. Das wird schon ein Heli. Mr. Negan? Hm. Ich verstehe die Referenz, was möchten Sie? Darf ich beim Geiselaustausch einen Vorschlag machen? Könnte, also wenn es möglich wäre, wenn Geisel Nummer 3 geht, könnte da die Dame gehen, dann würde ich bleiben. Ich bin ja normalerweise immer offen für Vorschläge, aber das Getriebe läuft gerade so, wie es soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Außerdem mögen wir dich. Deswegen will ich ja bleiben. Jetzt bist du ja noch hier. Geht's euch noch gut? Ach, denn habt ihr Hunger oder Durst oder so? Ja. Ne, bisschen nicht. Ich bin langsam ein bisschen Hunger tatsächlich. Jo, das kann ich regeln. Hast du eine Schere dabei? Ah, ne, die habe ich nicht tatsächlich. Du musst kurz reingehen. Ja, schaut euch mal die Geißel an. Na, wie geht's euch? Hunger oder Durst? Geht's euch gut? Ja, gehen wir da was zu essen. Kein Problem. Mikrofon aktiviert. Also ich hab was dabei. Ach so, okay. Also noch einmal losmachen. Ist das scheißegal, ob ich die mit ihnen schon mal hatte oder nicht? Die sind für mich. Nee, die haben keine. Die sind genauso wie ihre anderen. Warte. Frost. Die Scheißkriegs schon, ne? Wir machen dies, jenes und im Endeffekt machen sie es nicht. Mikrofon muted. Ohne Witz, einfach großartig. Spielspaß ist toll. Ich glaube, ich ärgere sie noch ein bisschen. Lass mir was einfallen. Mikrofon activated. Mikrofon muted. Habt ihr euch gemerkt, wie dieser eine Spacko heißt? Frosty. Naja, Frosty. Mikrofon aktiviert. Wir haben keine Schere hier. Also hast du einfach kurz. Hab ich doch. Ja, sie hat was zu essen dabei, sie müsste noch was essen. Deswegen einmal losmachen. Maria, du kennst die Regeln. Keine hastigen Bewegungen. Einfach nur essen und dann drehst du dich danach wieder um. Mikrofon muted. Ich glaube, ich nenne ihn nur noch Kellogg's. Mikrofon aktiviert. Kellogg's! Ja, mach das. So, danke. Du musstest die Hände einmal hochnehmen wieder. So. Ich mach sie wie gesagt nicht wieder zu fest, nicht dass ich dir wehtun. Du kannst dich wieder setzen. Die Tasche komm mal kurz beiseite. Der Kellogg's Frosty ist schmeckend so. Hast du Essen bekommen? Ja, jetzt bin ich gesättigt. Alles gut. Sehr schön, sehr schön. Book a meeting with an advisor. Kann die Frau einmal vom Reifenwagen nach hinten rennen, sobald sie dich freigelassen haben? Dann muss ich meine Richtung öffnen. Wenn ihr rausguckt, seht ihr die Brücke da hinten? Mhm. Passt da mal auf, es könnte sein, dass ihr da bestimmt irgendeinen Scharfschützen hinstellt. Oder irgendjemand. Und von hier aus hat er direkt einen Blick da rein. Wenn ein Problem gibt es viel. Weg von der Tür auf jeden Fall. Ich dachte ehrlich gesagt, es gibt nicht so viele Scharfschützen. Auf der Insel. Das Ding ist, wenn sie schießen, wir sind zu viele, als dass die. Wenn die einen von uns plätten, wir nicht einen von euch mitnehmen und dann haben sie ein Problem. Das macht sich nicht gut bei Weasel News. Meint ihr vielleicht, wenn ihr euch ganz kurz umdreht, dass ich ganz kurz in die Pflanze da pinkle? Ja, selbstverständlich, die Dame. Wo kannst du mir mal kurz sagen, wo dein Ausweis ist? Guck mal kurz weg, die Dame macht ihr Geschäft. Itachi, wenn du meinst mich? Ja, ja. Ein Moment, ich versuche hier Position schnell zu finden wegen der Dame. Ja, das sag mal kurz, wo deine Brieftasche sich befindet, damit ich auf deinen Ausweis schauen kann. Ja, so, selbstverständlich. Ich kriege jetzt nach und nach alle, ja?
Naja. Warte, Moment, der muss in einer. Welcher Tasche? Ich glaube in der hinteren, ich bin mir nicht sicher, es tut mir leid. Okay, alles gut, ich schau mal. Aber schau einfach. Ja, klar. Ach, da, in der hinteren rechten, glaube ich. Ist das deine Brieftasche? Scheint so. Müsste sein. Das Geld drin, Führerschein habe ich keinen. Ich ziehe mir mal kurz deinen Personalausweis raus und schau mir den an. Gerne. So, Jack, du stehst einmal auf, ich helfe dir. Hab dich mit nichts angelogen. Meine Frau ist ganz kurz pinkeln. Du müsstest ein bisschen nachhelfen, wenn du verstehst. Meine Frau ist ganz kurz pinkeln. Okay. Tom McKnight. Mitkommen. Geboren. Warte. Keine Hassung. Ich probiere was. Wie kann ich? Eine Sekunde, ich bin am Werkeln. Ich versuch nur mit fünf Fingern. Es tut weh. Läufst jetzt hier Richtung. Oh, warte mal. Welchen? Gibt's da einen von den 10 Fingern? Alles gut. Ich hab schon. Ja, jetzt werden die Geiseln nach und nach rausgeleitet, dass ich die Namen herausfinde. Kann ich mich wieder umdrehen? Ja, du kannst dich ruhig wieder von dem Hocker bewegen, alles gut. Danke. Aber in der Ecke bleiben, ne? Ja, verstanden. Geh mal wieder ein bisschen weiter zurück, bitte. Meine Damen und Herren, ich präsentiere Geisel Nummer 1. Einmal zu mir kommen, bitte. Ich liebe Ihre Theatralik. Hey, kann ich nicht bei euch bleiben oder müsst ihr mich echt abgeben? Tut mir leid, Kollege. Wir müssen dich erstmal abgeben, Mann. Du bist gleich in der Obhut der Staatswacht. Okay, was soll ich denn erzählen? Die Wahrheit? Gar nichts. Was willst du denen denn erzählen? Erzähl denen einfach, dass du die meiste Zeit ganz viel Angst hattest und die Augen zugekniffen waren und du hast nichts gehört. Aber euch ging es ja gut, wir haben ja nichts getan. Du hast drei Fragezeichen die ganze Zeit gehört auf deinen AirPods und du hast nichts gehört. Aber jetzt mal kurz nebenbei, die Dame, ihnen geht's gut, ja? Ja. Sie brauchen nichts, Kabel bin nicht so fest. Nee, die sind wirklich gut gesetzt. Ich bin ja eher der TKKG-Typ. Ach, kann raus mit ihm, Alter, direkt wegschieben. Ich komm wieder, ich hoffe, ich finde euch. Kajo, komm mal mit. Ja, verstanden. Komm mal mit. Soll ich vorgehen? Nein, reinkommen. Entschuldigung. Ich gebe dir jetzt drei einfache Anweisungen. Du wirst gleich zu meiner Kollegin vorne vorlaufen. Du hältst hinterm Auto an. Du wirst nur den Herrn deinen Ausweis geben und dich kurz vorstellen. Habe ich den Ausweis noch, Itachi? Ja. Okay. Den hast du noch. Dankeschön. Mehr machst du nicht, du wirst nichts weiteres sagen, gar nichts. Was mache ich, wenn ich das gemacht habe? Warten? Dann wirst du wieder mit uns reinkommen. Verstanden. Du läufst jetzt los. Okay. Und hinterm Fahrzeug stehen bleiben. Stopp. Kaiju, komm mal rüber zu mir. Ach, da ist die Dame, verzeihen. Komm mal fleißig an meine Seite, Kaiju. Kaiju, meine Süße, wo hast du... Nee, so dicht an den Officer gehst du aber nicht ran. Wo hast du deinen Ausweis stecken? Ich grüße Sie, ich glaube in der hinteren Hosentasche. Ich bin mir aber nicht sicher. Darf der Herr Lang dir einmal an die hintere Hosentasche greifen? Ja, sehr gerne, aber bitte mit geölten Fingern. Alles klar, ich bedanke mich, Sie können wieder zurückgehen. Sie kommen auf jeden Fall heil raus, sie tun alles Mögliche, machen sie einfach das, was die Geiseln immer sagen, dann kommen sie auch gesund und munter wieder raus. Okay, Dame in Blau, darf ich zurücktreten? Ja, geh mal zurück zu den anderen Kaiju. Verzeihung. Alles gut. Information, ich hätte Name, gerne letzte Geisel. Der zweite Geisel ist Tom. Copy. Geboren am 25.12.19. Und du bleibst hier wieder stehen, so. Jawohl. Maria, einmal stehen bleiben. Mir tun die Arme weh. Ist die Frau bei, ist deine Frau bei Weasel News? Ja, seit neuestem. Ah, ich sehe gerade die Tasche. Meine Güte. Geschenkt das Geld, Junge. Ach, locker, aber es ist trotzdem Arbeit, die man schätzt. Oh ja. Hatte jemand eine Zigarette? Ja, aber jetzt gerade musst du dich noch gedulden. Vielleicht, ich weiß nicht, kennst du Snooze? Ja, das ist aber schlecht fürs Zahnfleisch. Ich weiß, ich war letztens aber noch hier, vielleicht liegt noch eins hinten der Pflanze. Darf ich schauen? Ja, mach, aber ich weiß nicht. Ja, ist alles voller Pisse, Entschuldigung. So. Also ich muss ja vorerst, ich halte meinen Mund. Mikrofon muted. Oh, hätte ich jetzt Bock, da diese Typen zu reizen, ey. Mit dem Baseballschläger ist ja eh noch geil. Er ist eh geil.
Und der Itachi ist auch sehr, sehr vernünftig. Aber dieser Kelloggs. Ich nenne ihn Kelloggs, diesen Frosty. Hey. Ein Gossenkind wie aus dem Bilderbuch, ich schwör's euch. Microphone activated. Microphone muted. Aber er spielt seine Rolle sehr gut, muss man sagen. Er spielt seine Rolle sehr gut. So, back to business. Microphone activated. Perfekt. Hab das schön. Ja. Folgendes. Für die nächsten zwei Geiseln wird es ein bisschen interessanter. Für die nächsten zwei Geiseln hätte ich tatsächlich jeweils gerne $25,000. Jeweils, also insgesamt 50.000. Ja! Microphone muted. Jetzt erpressen sie Geld. Für mich persönlich ist das übrigens viel mehr wert, nur dass ihr das wisst. Ja. Microphone activated. Können Sie Gedanken lesen? Danke, das ist sehr freundlich. Ich habe mich gerade intern mit mir selber beschäftigt. Ich bin doch eigentlich mehr wert. Sofort hören und Frau Paloma. Kein Problem. Alles klar. So, fordern uns die Geisel ein. Letztes Mal, wo ich in sowas drin war, wurden 600.000 gefordert, aber das wurde nicht gezahlt. Dafür habe ich gezahlt. Scheißdreck. Wir haben das extra gemacht. Normal. Wir wollten ja das Geld haben. Nein, ich meine, wir haben das extra gemacht, dass wir euch beide nehmen. Das haben wir nicht extra gemacht. Das habe ich extra gemacht. Microphone muted. Großartig. Großartig. Okay. Ich habe ihm gerade noch gesagt, da hätte auch der Lorax an der Straße stehen können, hätten wir auch eingepackt. Oh, stimmt eigentlich, oder nicht? Stimmt schon. Microphone activated. So ein Richards wäre uns lieber gewesen. Ach nee, dafür hätten wir nicht mal was verlangt, der wäre sofort gefahren. Digga, mit denen wäre ich im Canyon gefahren, hätte ihn die Eier zertreten, Alter. Wie oft machen Sie denn sowas in der Woche? Ach, das kommt immer so auf die Schichtzeiten an, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben natürlich auch Urlaubstage, wir müssen natürlich auch Krankheitsausfälle begutachten. Ja, verständlich. Sind Sie die Gewerkschaft oder haben Sie eine? Wir sind die GmbH e.V. Koka AG. Koka, ich habe nur Koka gehört, das stimmt, aber der Rest keine Ahnung. Okay, also Hauptschule, ich verstehe. Also ich weiß ja nicht, wo Sie auf der Hauptschule solche Firmen gründen. Ja, wir sind sozusagen ein unabhängiges Startup-Unternehmen mit richtig sehr urbanen Gewerbeflächen, könnte man sagen. Wir vertreten Uber-Fahrer. Sagen Sie, Sie haben doch sicher Internet, oder? Sie kennen. Bitte? Sie haben doch sicher Internet, oder? Nee, absolut nicht. Nein, aber Sie wissen, dass es eine Erfindung namens Internet gegeben hat, die letzten 30 Jahre. Oh, ich glaube, die gibt's nicht. Das ist ein Mythos. Okay, dann fange ich anders an. Sie wissen, dass es Comedy gibt. Nee, kenne ich nicht. Also das sind so Leute, die stellen sich her und machen Späße. Da gibt es einen, der ist super lustig. Der heißt Harry G. Der hat mal ein Video gemacht, müssen Sie mal schauen im Internet. Der hat ein Video gemacht über Startup-Geschäftler. Da sind gerade alle Passwörter gefallen, die Sie genannt haben. Sehr lustig. Ja. Das ist sehr schön, danke für die Information. Kennen Sie... Ja, auch mit den Freundschaften zu schließen. Microphone muted. Ah, scheiße, er hat mich durchschaut. Darauf habe ich mich vorbereitet. Microphone activated. Oh, jetzt für den Moment komme ich cool mit denen. Na, ich kooperiere, ich will hier lebend raus und dann wieder zurück zu Ihnen. Ich habe ein Angebot. Ich profitiere davon, dass ihr mich sympathisch findet. Also. Ja. Ich will ja beweisen, dass ich hier loyal bin dem organisierten Erbrechen. Dem organisierten Erbrechen? Was ist denn hier organisiertes Erbrechen? Also, naja, zufällig auf Tinder haben Sie sich jetzt nicht verabredet, oder? Wie bitte? Ja, das mit dem Internet, gell? Das wissen Sie nicht. Ja, schade. Ja, genau. Ja. Können Sie bitte aufhören, solche komischen magischen Wörter zu benutzen? Diesen Frosty, Alter! Microphone activated. Ja. Also ich möchte bitte, dass Sie einen Brief nächste Woche schreiben. Geht Rabe auch? So? Westeros und so? Ich weiß nicht, was der meint. Nee, weil du nicht Game of Thrones geguckt hast. Ja, das mit Bildung ist schwierig bei Ihnen, das merke ich schon. Das hat nichts mit Bildung zu tun. Ich hätte schon lange eine Kugel im Kopf. Microphone activated. Boah, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, dass jetzt nichts Persönliches ist, aber ich würde schon gerne sehen, wie das aussieht, wenn ihr da kniet und ich... Microphone muted. Aber einfach generell. Mach mal kurz was anderes. Ah, so, okay. Woohoo! Microphone activated. Bild ist gespeichert auf mein Handy. Oh, das soll ich sagen. Wir werden uns mal bestimmt häufiger über den Weg treten. Erklären wir das mal auf anderen Wegen. Ich hoffe doch, na, ich will ja hier bleiben. Das Ding ist.
Du willst ein Praktikum? Nein, ich will kein Praktikum. Ach, das ist ja nur eine Scherzerei. Nein, alles gut, das war nicht. Herr, ich habe Ihren Namen mitverstanden, aber ich werde ihn nicht nennen. Herr im blauen T-Shirt? Ich respektiere Papa, ich respektiere Sie. Das ist sehr schön. Dankeschön. Dankeschön. Ach so, irgendwelche Namen, die hier gefallen sind, an die erinnert sich natürlich niemand hinterher. Außer da, wie an eure, weil. Ich weiß nicht mal, wie man Namen schreibt. Ich weiß nämlich, wie dein Gesicht aussieht. Karl! Nennen Sie mich Karl. Wir bleiben bei Caillou. Caillou soll mir recht sein. Ich glaube aber, man spricht es Kaiju aus, aber just off the record. Kaiju sind was anderes. Kriegen Sie mal Ihre Popkultur in den Griff. Ich mag Ihre Bildung, ich schätze das sehr. Ja, das geht ja gar nicht. Großartig. Großartig. Ich habe gerade was? Mikrofon muted. Das wird jetzt noch spannend. Das war ja eine tolle Szene, oder? Mit Kollege Frosty. Er spielt seine Rolle echt gut. Ja. Er spielt die Rolle echt gut. Mikrofon activated. Und wohin geht's in Urlaub das nächste Mal? Ihr zwei Hübschen. Ach, vielleicht in die nächste Staatsbank, keine Ahnung. Vielleicht sehen wir uns da ja. Nee, nehmt ihr mich mit? Ich habe da eine Erfahrung. Oh, weil wenn du auch noch da bist, dann quitt ich. Das kann ja kein Zufall sein. Mikrofon muted. Wenn du auch noch da bist, dann quitt ich, sagt er. Okay, und das am zweiten Abend. Ich glaube, ich beherrsche dieses Roleplay. Mikrofon activated. Wie lange dauert das denn? Ja, es könnte sich noch um die eine oder andere Minute handeln, aber wir geben unser Bestes, die geschäftlichen Vereinigungen so schnell es geht über die Bühne zu bringen. Darf ich noch eine Fachfrage stellen? Genehmigt, ja. Dankeschön. Sind die Cops immer so eierlos? Ich muss sagen, das kommt immer sehr drauf an, wie viele Eier also abends so im Hühnerstall sind, muss man so zu formulieren. Aber der Herr Lang ist sehr. Ja, doch. Er hat einen Stock im Haus. Das zum einen, aber zumindest wissen wir jetzt auch nicht, wie das halt aussieht, wenn wir eine Minute draußen rumfahren. Ich verstehe. Aber nö, die haben generell recht wenig Eier. Aber wenn es viele sind, dann werden sie mutig. Und da gibt es ein paar von denen, das sind. Naja. Aber ist dann eher Masse statt Klasse? Das kommt sehr drauf an. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte schon mal eine Situation. Das ist mir klar, aber. Da standen 6 Cops. Drei wurden umgeknüppelt, nicht mit einer Waffe. Und nur einer hat 4 Leute umgenockt, der Rest hat nichts gemacht von den Cops. Einige sind. Motherfucker. Die meisten sind absolut vital. Okay. Ich danke Ihnen. Mikrofon muted. Also, danke, Rufer. Für euch tut's mir leid. Mikrofon activated. Ich glaube, die Cops interessieren sich nicht so für dein Leben. Nein, lass ihn mal in Ruhe, aber es tut mir leid für euch drei, dass es so lange dauert, aber wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, die Cops jammern wieder wegen jeder Scheiße rum, weißt du? Ihr seid viel zu freundlich. Sollen wir eine Show abziehen? Will mir jemand in den Fuß schießen draußen vor versammelter Mannschaft oder so? Angeschossen oder irgendwas, solange die Cops keine Faxen machen, alles gut. Bist du irgendwie schmerzgeil? Ich wollte nur sagen, wie gesagt, es sollte eigentlich viel schneller gehen, aber wie ihr mitbekommt, ist es wieder mal typisch PD, ne? Nein, es passt ja. Nein, ich will ja helfen, Kollege Blauhemd, ich will ja helfen. Nichts Persönliches, ihr wart halt gerade da und ja. Ja, I feel you. Mikrofon muted. Alter Geiselnehmer, die sich entschuldigen, ist schon nett. Mein Gott. Mikrofon activated. Ich schwöre, eine Dienstwaffe von denen ist schon gefühlt, das löse ich jetzt schon. Ich kann Ihnen sagen, die Jungs da drin werden ungeduldig. Ja. Soll ich mal rausrufen? Rettet mich! Oder irgendwie sowas? Ja, irgendwas Schlimmeres. Nein, lass mal lieber. Also ich bin für jeden Schabernack, ich will ja dazu. Ich bin dabei. Ja. Stockholm-Syndrom, ganz klar. Danke, Roverpex. Ja, ich versuche halt. Also sie bieten... Mikrofon activated. Ich glaube ganz ehrlich, wir könnten das hier über die Bühne bringen, indem wir einfach noch Stunden warten. Aber da hat keiner Lust drauf.
Das ist echt nicht viel Geld für diese Schmucks. Hallo? Ich bin Atheist, ja. Ach, hm. Oh, sorry, ja. Ich benutze das ohne irgendwelche kulturelle Sache oder religiöse Geschichte. Ich mag das Wort Schmuck einfach. Ja, dann kann da ja, dann kann da ja ein Entertainment hinziehen, ja. Ich habe ein Gefühl, wie reißt es aus. Schmuck. Geht gut von der Zunge. Das ist das gleiche wie Schissen. Das ist gleich wie was? Ich fetz mich hier ab, Alter. Ich kann nicht mehr. Es passiert nichts, aber es sind die Unterhaltungen, sind einfach Gold wert. Das hat so Tarantino-Style langsam. Mikrofon activated. Weil er mal gut ist. Ja, weil er teuer ist. Tut mir leid, Leute, ich komme von den Bäreninseln, ich verstehe das nicht. Das macht nichts, sieht man. Alrighty. Habt ihr Lust? Alle. Die labern was von der Stadt. Okay, Freunde, hört zu, wir tun einfach, was sie sagen, ja? So schnell wie möglich und ohne Widerworte. Habt ihr das verstanden? Ja. Ah, das war ein Memo an mich selbst. Entschuldigung. Gleich durch, wenn wir abziehen sollen, geht mal durch, dass ich sage, ich bei der Letzte bin, der fährt, weil ich die Kopf weghalte von euch. Ich habe volle Panzer und der Geld kann mir gar nichts. Wisst ihr, wenn ihr noch versteckte Waffen habt, haut die Cops nieder. Die wollen uns hier nicht rauszahlen. Also geben wir es denen fest, ja? Ja. Ich sag mal so. Also, wir fahren nach links und die Personen fahren Richtung Nord. Also, ich möchte nicht vorgegeben bekommen, wo ich lang fahre. Was denn? Tut mir leid, die machen mich gerade schlecht und fertig. Microphone muted. Ich glaube, jetzt geht's gleich los. Ich fahre dahin, wo ich Microphone bin, activated. Die Außen, die Geiseln werden sich bei ihm melden. Von mir aus kann ich auch gerne einer der Geiseln einen Punkt zurückgeben. Sie gehen gemeinsam mit der Geiseln in einen Punkt und die Geiseln sagt in jeder Zeit Bescheid, dass ich allen drei Geiseln gehe. Ich gehe hier gerade auf sie ein, obwohl ich da drin drei Geiseln sitzen habe. Okay. Also, allerletzter Vorschlag, eine Geisel bekommt einen Punkt, damit wir im Punkt sicher mit den Geiseln sind, dass die wir sicher gehen können, dass die Geisel nichts passiert. Wir können nehmen die Geiseln mit und setzen sie dann auf. Ich finde es auch am besten, da wir die Geiseln direkt weg haben von der Gefahrenstelle, in eine Sicherstelle durch den Funk und wir können hier alles abschauen. Ich hoffe echt, dass Richards nicht im Dienst ist. Wer ist das? Hm? Richards ist der PD-Chief und wenn der im Dienst ist, dann sage ich es dir ganz ehrlich, sind wir tot. Ja, Richards hat jeder gern. Ist der so schlecht oder so schießfütig? Beides. Hört. Sein Lieblingswort ist Terroristen. Das ist ja ein ganz normales kriminelles. Könnte ich dir eine Story erzählen, oder? Ganz normales kriminelles Event. Das hat ja mit Terrorismus nichts zu tun. Hier geht es um Geld und um nichts anderes. Ja, für den ist auch Terrorismus, wenn du, keine Ahnung, scheiß Kaugummi unter den Tisch schmierst. Einen Moment. Ja, das hat jetzt nichts mit dem Geschäft zu tun. Oder aus meiner Sichtweise, ja. Lasse als Sicherheit und die Geiseln dann da bleiben. Eine Kopfgeisel ist an sich eine höhere Sicherheit. Microphone muted. Einfach toll. Bin als Geisel. Microphone activated. Das darf ich nicht mehr wissen. Ja, 87, kommen Sie mal vor zur Einsatzstelle. Können Sie das ja denen erklären? Die sind so hohl. Wirklich. Ein bisschen laut. Ich drehe ab und zu selber manchmal am Rad. Ja, das sind ein Mikrofon. Nein, Rofer, nein! Wir wollen das hier überleben. Alles gut.
Aber wette Geld. Warum ist denn der Brunnen hier? Ich helfe dem Blauen hier. Ich will dir dazu. Er hat die Hände auch oben. Mikrofon ist aktiviert. Flasche ausgelaufen. Okay. Ich glaube, es geht los. Kann das sein? Nee, ihr kriegt jetzt nochmal Besuch. Ganz langsam. Okay. Ja. Weißt du uns rechtzeitig an, was wir tun sollen? Na dann erzählen Sie mir mal. Ich bin gespannt. Erstmal einfach den Kopf unten halten. Und okay. Und nicht weit weg von uns rennen, bis es. Hat der Kaio wieder viel, so viel geredet? Ja, normal viel ja, für seine Verhältnisse. Was sind denn während Oberstaatsanwalt? Ich schon lange mein Geld hätte. Er will blau sein. Schon lange ja, wahrscheinlich, denke ich. Schon lange darum kümmern. Mikrofon ich dich merke ich mir. Louis Vuitton, ja, dich merke ich. Sag ich finde alle unsere Geiseln heute sehr. Louis, dich merke ich. Sehr entspannt. Ja, die beiden hier, die, wie heißt der mit Nachnamen? Ach, Kaius auch nicht. Hallo, Mann. Ja, die beiden sind echt korrekt gewesen. Ich habe ja den Herrn mit eingesagt. Und ja, ich kenne, habt ihr schon mal gesehen. Alles gut. Letzter Vorschlag. Hier kommt man doch wieder so viel Action, ne? Schon einfach gehen zu lassen. Nein. Mikrofon muted. Louis. Aber wenn eine Geisel sterben wird, dann ist es der Glatzkopf, ne? Du stehst auf meiner Liste, Louis. Halt einfach Piet lang und. Mikrofon activated. Mr. Louis, das können Sie jetzt so nicht sagen. Ich bin ja auf Ihrer Seite. Die nennen sich wieso Louis, ach so wegen meiner Tasche, ne? Und ich habe gesagt, Freiheit. Ja, aber du bist so der mir am Unsympathischen bisher war. Und ich schnell gerne Leute, die unsympathisch sind. Ja, das macht nichts. Das beruht auf Gegenseitigkeit, aber man kann sich ja trotzdem respektieren. Ja, ich respektiere sie auch, aber wenn ich muss, dann muss ich. Das verstehe ich. Da hat dann mal ein weiser Mann gesagt, wenn du auf der Straße arbeitest, binde dich nichts an etwas, das du nicht innerhalb von 30 Sekunden vergessen kannst. Du hältst kurz die Klappe. Maria, wie gut kannst du schreien und so ein bisschen Traurigkeit spielen? Ja, dann lassen Sie mich alle drei Geiseln mitnehmen. Ja, tu mal gleich so, wenn ich dir das sage, als hätte ich dir die Finger gebrochen. Du schreist einfach drauf los und schreist um Hilfe. Boah, warte, dann will ich aber 5 Meter weggehen, ansonsten kreischt mir meine Ohren weg. Ja. Also ganz laut. Ja, du, also, gesagt, es geht also los. So, als hätte ich dir den Finger gebrochen und sagst, bitte tun Sie das, was Ihnen gesagt wird. damit das hier ein bisschen mehr vorangeht. Ich habe hier keinen Bock drauf, weil sonst, ja, muss leider Caillou bei dran glauben. Okay. Let's go, mach Broadway. Wie sie alle nicht umgehen können, wenn man mit ihnen redet. Es ist so stark. Es wird ein Spaß hier. Also, deine Show. Activated. Und ich find's nicht schlecht, wenn du vielleicht... Oh, warte. Ah! Meine Finger! Bitte tun Sie, was Sie sagen, bitte! Ich glaube, die Geisel wollen da langsam raus. War das gut? Sehr gut, weiter. Bitte! Und tun Sie raus! Dann mach ich das. Tun Sie das, was Sie sagen. Sagt das. Bitte! Tun Sie bitte alles, was Sie sagen! Bitte! Ah, mein Finger! Ich vertraue Ihnen trotzdem nicht. Trauen Sie mir, da bleib ich hier. Noch am Leben werde ich dabei. Kannst du erst mal sein lassen. Ich danke dir dafür sehr herzlich. Na, mit Ihnen beiden. Also, sehr gut. Einen wollten wir gleich haben, ne? Naja, man kann das auch anders gegen haben. Okay, dann bleibt einer von Ihnen hier. Ich guck mir mal an, was Sie alles für mich in der Tasche stecken haben. Und dann habe ich meine 50.000 bestimmt auch raus. Können Sie vielleicht rausrufen, dass Sie meiner Frau wie tun und dass Sie das jetzt bitte beenden sollen? Das geht nicht mehr. Sekunde? Ja. Oh, meine Fresse, wo ihr verdammten Schweine, jetzt macht doch mal was. Habt doch mal einmal Eier im Leben. Holt uns doch endlich hier raus. Die tun meiner Frau weh, Mann. Ich danke dir, Jack. Ich danke dir. Genau. Wir wollen auf jeden Fall egal, wie wir das Geld haben. Caillou, willst du noch ein bisschen rumschellen, dass ich meinen Namen in deiner Glatze eingeritzt habe? Die ritzen hier ihre Namen in meine Glatze! Seid ihr wahnsinnig und seiner Frau tut sie weh! Holt uns endlich raus, da ist völlig vertrottelten Norschlöcher! Das kann ja nicht sein, soll's was sie wollen, was ist mit euch? Ja, was soll ich euch sagen?
Ich hoffe, es war authentisch. Traurig. Ich dürfte nochmal nachlegen, darf ich? Das war schon grandios. Also falls man dich nochmal sieht, Alter, ihr kriegt auf jeden Fall einen kleinen Anteil. Aus eigener Tasche hat er nicht bezahlt. Ja, wie gesagt, ich möchte gerne dazugehören, also ich bemühe mich. Deine Schuhe haben die falsche Farbe. Ja, das ist ein ziemlich schweres Urteil. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich war beim österreichischen Bundesheer, da lernt man Tarnen und Täuschen. Er ist gestern erst eingereist, also er weiß eigentlich gar nichts von dir. Okay. Ich bin wirklich ganz brandneu. Sieht man an meiner Kopfhaut, ja? Kein Tattoo. Ich sag mal so, langfristig müssen Sie eher erstmal eine Zeit lang hier sein, aber grundsätzlich. Kannst du jetzt aufhören, hier ein Praktikumsgespräch? Nein, ich habe nur gesagt, grundsätzlich. Ich habe nichts mehr hinter gesagt. Ja, kein Problem. Aber ich muss trotzdem auf jeden Fall, sorry. Sie haben vorhin gesagt, also nicht um es jetzt dann nochmal anzupfeifen, aber vorhin hieß es 2,5 Minuten, warum? Junge, haben die nicht auch irgendwann so Schichtende? Rofax, nice. Wie viele? Roleplay, macht Spaß. Wie viele Wagen stehen draußen? Aber den Louis merke ich nicht. An Mark Charger, den Mikrofone activated. Noch einer, der weitergefahren ist. Und unter der Brücke steht ein Charger-Wagen. Also drei Wagen bisher. Ich glaube, die sind mal gut reinpacken. Das ja, da mache ich mir ja richtig Sorgen. Ja, oh nein. Alles aufgefahren, ey. Also auf einmal können sie doch mitspielen. Ja, ist schön. Könnt mir, hat vielleicht jemand da Taschen durch? Ich schwitze so auf der Klasse, kann mir jemand abtippen, bitte. Dankeschön, das rinnt mir schon in die Augen und brennt so furchtbar. Dankeschön. Danke da. Oh, jetzt ist es wieder sauber. Danke. Was hast du gemacht? Ich habe ihn kurz die Glatze sauber gemacht. Also du musst da jetzt auch nicht die ganze Zeit in der Ecke stehen, ne? Du hast mittlerweile gut kopiert, du darfst dich auch gerne noch vorne. Der steht extra in der Ecke, ich dachte, der mochte das da. Danke. Ich kooperiere. Dankeschön. Einfach, du kannst dich hinhocken, wenn du stark genug bist. Weiß ich zu schätzen. Du sagst zu ihm, wenn du willst, kannst du auf Toilette gehen. Ich kooperiere, ich gehe ja schon kacken. Alles gut, weil ich drücke irgendwas raus. Das Problem ist, die Mama. Jo, Alter. Wir können jetzt mal hinmachen. Ich meine, Maria hat hier, glaube ich, auf den Brunnen gestrullert. So, das fängt aber auch gleich an. Reden wir nicht, da ist eine Flasche ausgelaufen. Ach, okay. Ich habe die Pflanze bewässert. Ah, okay. Und ich musste zusehen. Wo ist meine Gewerkschaft? Ah, ich bin arbeitslos, schade. Und wisst ihr, was das Schlimmste aber ist? Das ist eine fucking Kunstpflanze. Tja, auch die hat was Gutes. Weil der eine ist davon losgefahren, richtig? Genau. Andere bezahlen dafür, verstehst? Okay. Und wie? Das sind die Einzelnen, die noch hier sind. Aber wie gesagt, ich stelle irgendwie unterwegs und ich glaube nicht, dass wir das jetzt irgendwie noch eskalieren wollen. Weil ich glaube, das ist gleich alles beendet. Also wir wollen gar nicht. Sag mal, Nigan, weißt du, wie man die Mütze nennt, die du aufhast? Den Fachbegriff leider nicht. Weißt du, wie man das in Österreich nennt? Sach. Bärenfood. Bärenfood? Ja. Okay, nehm mich an. Ja. Hast du meinen Wortschatz aufgenommen, Bärenfood? Ja. Bist du von Österreich hierher gezogen, oder was? Ja, die haben mich da erwischt. Sie haben mich eben nicht erwischt, aber die Medien waren halt hinter mir her. Ne? Das ist so als korrupter Politiker, Staatsanwalt, ist das nicht so fein. So, ich dachte als korrupter Pornodarsteller. Ich dachte als YouTuber. So, na. Korrupter Pornodarsteller, wie geht das? Erklär mir das Konzept. Da bewerbe ich mich. Korrupter Pornodarsteller. Ich tue nur so, als würde ich abspritzen, oder wie? Das ist ein geiles Konzept, Mann. Wie kann ein Pornodarsteller? Das habe ich mich gerade. Ich gehe es gerade in meinem Kopf durch, Alter. Ein Hoch auf Conny Dachsbau, ja? Warte kurz, korrupter. Junge, halt bitte, hör auf drüber nachzudenken. Lass es einfach so stehen, Mann. Einfach ein Typ, Junge, der einfach komplett Attrappe ist. Also wie so eine Frau, die verkleidet sich als du, macht sich so Attrappe, oder was weiß ich, alles drum und dran. Einfach der Typ, der das Sofa putzt. Jetzt kommt der zweite Frage.
Oh, stimmt. Und dann auf OnlyFans Geld kassiert. Nein, ich sage euch, die moderne Welt, echt schlimm. Dieses Internet, das sollten sie sich mal antun. Anders war der Louis, der das Internet nicht kennt, gell? Ja. Ich glaube, es gibt so einen Spruch, der heißt, the Internet is for porn. Das war es eigentlich schon. Ja, ist leicht möglich. Und kennt ihr auch die zwei Heimwerker-Regeln? Nein, ich bin da unbegabt. Ich habe genug Geld, dass ich Leute bezahle, aber erzähl. Heimwerker-Regel Nummer 1, alles lässt sich mit Panzerband reparieren. Korrekt. Heimwerker-Regel Nummer 2, lässt sich etwas nicht mit Panzerband reparieren, braucht man mehr Panzerband. Ja, ergibt Sinn. Und Nummer 3, Flex und Finger schlecht, aber das ist so eine grundsätzliche Sache. Kann man dann an 8 Fingern abzählen, ja. Ja, so ungefähr. Ich habe mal einen gesehen, der hatte nur 2 Finger in jeder Hand, so wie so eine Schere. Aua. Den haben sie nur die Krabbe genannt, kein Witz. Unangenehm. Unangenehm. Ja, vor allem, ich meine so, ich gehe meinen Freunden aber darauf und sage, aber wisst ihr, wie krank der Daumen ist, Mann? Jürgen. Der Daumen ist fucking amazing. Es tut mir leid, dass ihr mit ihnen reden müsst. Ohne den Daumen, guckt euch eure Finger an, zieht euren Daumen ein, eure Hand ist nutzlos. Ich schwöre dir, da kannst du mit zum Pfannenwender kannst du mehr machen, als mit deinen Fingern ohne deinen Daumen. Das ist richtig. Es unterscheidet ja auch den Affen und den Menschen vom Rest der Säugetiere, die 5 Finger haben. Oder 5 Klauen oder wie auch immer. Das ist der Daumen. Kannst du mal mit dem Palo machen, Frau, oder? Ich lass mich gleich freiwillig beschließen. So, Jack und Maria. Ich komme jetzt davor. Ja. Einmal bitte schon mal die Palomas bitte rausbringen. Die haben aber gestern nur anders ausgeschaut. Ihr beide kommen mit. Ebenso. Pferd euch. Bleibt hier, ne? Keine Sorge. Glatzi, du bleibst hier. Ja, ja, hab ich verstanden. Darf ich fragen, wer wollte der korrupte Pornodarsteller werden? Ah, das war Thailand. Ja. Aha, okay, alles klar. Meine Herr Weg ist auf jeden Fall. Ja, der Herr Weg ist auf jeden Fall. Ein bisschen weiter weg, bitte. Passt. Ja. Egal, was die Dudes dir bieten, für was für eine hässliche Mini-Information auch immer. Glaub mir, die machen nur Ansagen, ziehen nichts durch und es wird ihr nichts bringen. Aber wenn wir irgendwie mitkriegen, dass was von irgendeinem von euch rausgetropft ist, dann wird der Hahn zugemacht. Da kann ich nicht folgen? Einfach nichts sagen, falls die euch befragen. Achso. Egal, was ihr denen sagt, ihr werdet davon nichts kriegen. Ja klar, nein, ich will ja da. Ich will ja hier. Also ich gehe nicht davon aus, aber ich sag's einfach nur grundsätzlich. Okay, danke. Nein, nein, Lippen sind versiegelt. Also. So schätze ich euch alle ein. Ich seh das so als ersten Test. Er ist ziemlich real, aber... Oh, ja. Ist noch nicht fertig, ne? Also wir hoffen auf das Beste. Danke, Kingijit, für dein Follow. Well, alaikum assalam. Nice to have you. Microphone activated. Okay, jetzt ist es an der Zeit. Ja, jetzt töte ich dich. Echt? Werde ich geschlachtet, Nigen? Nein, schade. Kann sich das nochmal durchgeben? Kaiu ein Funkgerät geben in ja, Funkgerät genau. 310. Ich weiß ja nicht mal, wie man ein Funkgerät bedient. Ich bin da völlig falsch. Ja, Jeffy, gib ihm mal sein. Ja, dann habe ich ja keins mehr. Ja, ist alles gut so. Wir informieren dich. So, Kaiu, ich erkläre dir, wie das Ganze funktioniert. Dankeschön. Du kannst jetzt mit dem... ich nehme nicht gut. Ich kooperiere, keine Sorge. Er hat schon eins bekommen von Jeffrey. Okay. Kaiu, ich werde dein... Ja, von wem hat das bekommen? Jeffrey. Ich werde dein Handy gleich vorne auf den Boden legen. Ja? Ja? Mhm. Aber dein Messer werde ich bei dem Kopf ablegen, einfach nur aus Eigensicherheit. Okay? Verstanden. Soll ich folgen? Nein. So. Ich mache dir ganz kurz die Kabelbinde ab. Solltest du natürlich irgendeine ruckartige Bewegung machen. Weißt ja, was passiert. So. Du öffnest jetzt mit zwei Finger deine Tasche. Die ist offen. Und da siehst du das Funkgerät. Ja. Und das legst du dir auf einen deiner Finger. Habe ich verstanden? Habe ich gemacht? Jetzt benutzt du diese Finger, wo du es gelegt hast. Ja. Yeah. Jetzt müsste das Funkgerät in deiner Hand sein. Das sehe ich. Korrekt? Da kann ich Megahertz eingeben. Okay, einen Moment. Ich spreche da einmal 310. Okay. 310 tippst du dort jetzt ein.
Verstanden? Verbinden? Frage? Richtig. Copy wird durchgeführt. Ich bin verbunden. Richtig. Genau. Und auf dem Funkgerät ist die auf der Taste zum Sprechen ist standardmäßig steht da ein N drauf. Ein N. Ein ja. N, ja genau. Das musst du gedrückt haben. Test, hier spricht die Geisel! War das gut so? Melde dich mal bitte einmal vernünftig mit deinem Namen in dem Funk. Verstanden, ich bemühe mich. Oh, hier ist Tom McKnight. Ich bin am Funkgerät. Soll ich das so übertrieben machen, Kollege? Geht dem ja, sofort. Du kannst auch ganz normal reden, oder? Okay. Das ist super. Mir ist am Kopf etwas kalt, aber ansonsten geht's Tom McKnight gut, ja? Ich nehme mal die Cops haben eine Mütze für dich. Du hast keine mit. Infos geben, wie viele Funken Leute hier haben. Ich der schon ganzen Zeit bei mir. Gut, Jungs, so, chillt. So, komm mal mit, Kai. Und wenn irgendwas ist, gehst, dann geben Sie mir bitte komm Bescheid. Mit, Kai, komm mit, Tom. Das geht jetzt gerade nicht. Kann ich das nicht, während ich funke, warte? Einfach laufen. Du musst das Funkgerät wieder einstecken. Ja, das denke ich auch, oder? Ja. Du musst das Funkgerät übrigens nicht draußen haben, um zu funken. Du kannst das auch von der Tasche her funken. Okay. So langsam. Kann ich den Funk ganz noch mal kurz überprüfen, ob es funktioniert? Ja, kannst du einmal. Danke, Achtung. Achtung, das ist noch mal ein Funk. Komm, Jack, hier ist Tom McKnight. Verstehen Sie mich? Kam durch? Ja, ich verstehe Sie. Copy, okay. Ich bin da mit den Cops verbunden, verstehen oder? Sie mich auch? Ja. Okay. Darf ich? Wie gesagt, keine Infos darüber, wer hier alles drin ist und wie viele. Wir bringen dich jetzt raus. Und wenn ich meine Jungs wegfahren sehe, dann kommst du auch wieder frei, okay? Verstanden. Darf ich? Leg ich dir gleich draußen auf den Boden, dein Messer hat der Kopf. Ich befolge deine Anweisungen. Verstehen Sie mich? Ich muss kurz antworten. Er fragt, ob ich ihn verstehe. Richtig. Jawohl. Jawohl, ich verstehe Sie. Hat einen Moment gedauert, verzeihen. So. Okay, ich folge. Du wartest hier noch kurz. Ja. Er steigt bei dir und Chap ein. Wo er abgesetzt worden ist. So, besetzt mal die Autos. Komm hier raus. Mikrofon activated. Folgendes kriege ich von einem meiner Jungs mit. Hier bleiben Kai, oder? Dass sie nicht heil zu Hause angekommen sind. Ich lege schon mal dein Handy hier hin. Passiert der Geisel. Versprochen, ne? Dankeschön. Bitte sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie raus. Dann werden meine Jungs jetzt hier rausgelassen haben. Wenn das, habe ich, dankeschön. Dann scheppert sie aber ganz gewaltig so einfach. Dann hat die Geisel ein körperliches Problem danach. Soll ich jetzt bei dir einsteigen oder zum Kopf gehen? Ja, du fährst einfach kurz ein Stück Jungs, mit uns mit. Ihr fahrt okay. Bitte los. Wenn irgendwas ist, funkt sofort durch. Ich möchte sofort einen Notfunk haben, wenn irgendwas ist. Ares, auch du fährst. Alles gut. Wir kriegen das hin. Bleib bei dir, Tatschi. Da oben steht ein Streifenwagen, aber auch nur wegen der Evakuierung. Alles gut. Ich setze deshalb da schon panisch durch. Das ist an sich. Naja, da oben irgendwo ist noch ein Streifenwagen, aber das ist nur wie eine Evakuierung. Also einfach. Itachi, du setzt dich ins Fahrzeug. Yes. Ma'am? Dann wünsche ich Ihnen eine entspannte Heimfahrt und ich bitte darum, dass die Geisel auch gut behandelt wird. Natürlich wird sie. Sie können Kaio gerne nachfragen, ich habe ihm bis jetzt noch nichts getan und ich warte mal korrekt zu ihm. Soll ich hier warten oder einsteigen? Itachi, machst du mal bitte die Tür auf? Ja, klar. Hinten? Ich steige ein, ja. Kaio, einmal einsteigen, genau. Copy. Dann eine Anstrengung kriegt er, der ist frei. Genau, ich wollte gerade sagen, aber ich gucke, dass er es auch macht. Schneid dich mal bitte an. Ich würde mich jetzt schon gerne bewegen. Herr Lang, ich danke Ihnen für die Verhandlungen und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend. Und ich wünsche einen guten Heimweg. Danke sehr. Gleichfalls. Und Abfahrt. Alles gut, da halten wir uns raus. Kaiju, funk mal bitte durch, dass es dir gut geht. Hallo, hier spricht Tom McKnight. Es geht mir gut. Ich habe zu essen und zu trinken und werde nicht geschlagen und morgen auch rasiert. Ihr fahrt alle nach Hause, ja? Ich setze den erst ab, wenn ich weiß, dass ihr alle heil zu Hause angekommen seid. Ja, ich wollte gerade sagen, so ein Durchfunk. Wow, Alter! Fahrt ihr nach Hause, bitte. Meine erste Geiselnahme. Was für ein Spaß! Aber die Jungs... Bei 1, 2, ja, ich glaube der eine und ich, die werden noch, aber Louis und ich, also Frosty und ich, wir kriegen uns noch, aber Louis und ich, mir geht es nach wie vor hervorragend, vielen Dank, ich habe sogar Sitzheizung unterm Popo, es geht mir gut, Dankeschön. Nein, es geht noch, Hämorrhoidengrill läuft. Perfekt. Weißt du, wir Männer ohne Haare, wir haben ein bisschen anderes
Warmheitsbedürfnis. Itachi, darf ich noch eine Frage stellen oder zwei? Ja. Also du hast dich bisher tatsächlich fast an alles gehalten. Ich hoffe, ich mich auch. Jetzt wollte ich fragen, finde ich denn demnächst wieder mal Kontakt zu dir? Weil das, was ich vorher im Auto erzählt habe, das war ja wirklich wahr, was ich vorhabe. Haben wir da eine Chance? Seid ihr da interessiert an so etwas oder eher nicht? Ich sag mal so, Interesse an sowas besteht immer. Du kannst mir gleich noch gerne, bevor du losgehst, deine Nummer geben. Und falls irgendwann mal Bedarf ist, gebe ich die an den Kollegen weiter, ja? Gerne, dann machen wir das noch. Soweit gut. Statusmeldung immer noch unverändert. Mir geht's hervorragend. Vielen Dank. Einfach sitzen bleiben. Ich will noch was gucken. Copy. Microphone muted. Also ich glaube, diese 50 und 10 IC Dollar, die gehen an mich, oder? Habe ich da eine Wette nicht verstanden? Microphone activated. Ja, wir quatschen darüber nochmal. Gott, jetzt gibt's dieses Spiel so lange und Roleplay so lange und warum steige ich erst jetzt da ein? Alter, das ist ja wie für mich gemacht. Ich freue mich jetzt auf GTA 6. Das wird meine Welt. Ja, ja, das wird spaßig. Wie keine Ahnung. Toto, wie sieht es bei dir aus? Gofer, ich hab rote Schuhe. Und ihr IC, OC und so. Ja, mir geht's nach wie vor gut. Frage, wurde ich rausgelassen? Soll ich darauf antworten? Er hat gefragt, ob ich rausgelassen wurde. Wie soll ich darauf antworten? Nein, noch nicht, weil noch nicht alle Heilshaus angekommen sind. Soll ich ihm die Wahrheit erzählen in dem Fall? Dass noch nicht alle zu Hause angekommen sind und sie noch sich gedulden. Hier ist Tom McKnight. Ich wurde noch nicht rausgelassen, weil noch nicht vollzogen ist, was vereinbart wurde. Und die Kurven gehen hier echt schnell von links nach rechts. Mir wird langsam schlecht. Was ist denn nicht vollzogen worden? Ich glaube, die Grundgesamtheitssicherheit wurde noch nicht hergestellt. Deswegen bitte ich noch um ein wenig Geduld. Mir geht's gut. Ich werde nicht bedroht, aber die Regeln sind klar. Ich bin nach wie vor in Gefahr. Bitte handeln Sie so, dass die Geiselnehmer wirklich davon kommen. Ja, unsere, Ihre Sicherheit liegt am wichtigsten und sind priorisiert. Ich danke Ihnen. Also ich weiß nicht, ob es rüberkommt. Meine Stimme kommt hoffentlich halbwegs fest rüber. Ich hab einfach mal vorhin fast in die Hosen geschissen. Ich habe echt Angst. Hol mich da raus. Aber die anderen lassen mich schon raus. Tu einfach, was sie sagen, dann geht alles gut. Kai, wenn du willst, kannst du mir mal kurz deine Telefonnummer geben. Ja, wird gemacht. Ja, okay, das heißt, wenn du jetzt angekommen bist, sind alle Dankeschön. Da, ja? Die Meldung an mich habe ich nicht verstanden, Itachi. Gib mal deine Telefonnummer. Sind jetzt alle da? Achso, warte, muss ich nachschauen. McKnight wie Mac und dann Ritter, ne, auf Englisch? Korrekt. Wo sehe ich denn meine Telefonnummer, Alter? Diese dieses Einstellung kannst du sehen. Neumoderne Zeug da immer, ey. Bei den Einstellungen steht dann der Rufnummer. Alles klar, okay. Wir setzen jetzt gleich die Geisel ab. 723? Wie nochmal bitte? 723? 723? 39? Minus oder ohne Minus? Minus? Ja. 39? 39? 33. 33. Also 723 minus 9333. Korrekt, vielen Dank. Perfekt, ja, wie gesagt, wenn Bedarf besteht oder so, gebe ich das dann in Kontakt von mir weiter. Ja, wir sind eventuell bei dir meldet, falls wir mal was brauchen oder so. Dankeschön. Hast du genug Essen und Trinken? Ja, wenn du noch was zu essen hättest, das wäre nett. Ja, ich gebe dir noch was, komm her. Ja. Ich hab genug dabei. Danke, ich steig aus. Ich hätte auch genug, ganz gut. Setz du dich ruhig ins Fahrzeug. Wenn wir gleich da um diese Kurve sind, warst du noch so 20 Sekunden, wenn du runtergezählt hast, dann kannst du dabei den Kopf sagen, wo du bist, okay? Ich vertraue dir. Copy, ich danke euch. Good Caillou. Danke. Für deine Mitarbeit. Ja, danke dir, Mann. War tatsächlich ein Vergnügen. Dein Messer hat der Herr Lang, ne? Alles klar, dann werde ich den mal aufschlitzen, na, suchen, aufsuchen. Soweit gut. Ciao. Dankeschön, vielleicht. Hallo, Polizei? Ja, ich höre Sie. Ja, ich bin da auf einem Parkplatz und da steht ein Ferrari, der lockt mich so an. Ich bin die Geisel.
Ich kann mit dem Ferrari zu Ihnen kommen, soll ich? Nein, geben Sie mir einfach schnell Ihre Postleitzahl durch. Ich bin hier an der Aussichtsplattform Galileo Observatory 703. Wiederhole, Galileo Observatory 703. Ja, das verstanden. Ich bin auf dem Weg zu Ihnen. Vielen Dank. Bitte beeilen Sie sich. Ich habe Angst. Soll ich also mit dem Ferrari da wegfahren? Ich glaube, ich gehe mal pinkeln. Mann. Hier gibt es so viele tolle öffentliche Toiletten und keiner hat offen, ey. Ist zum Kotzen. Schau mal den Ferrari da an. Ach, er ist offen. Oh. Ja, der gehört sicher wem. Ein Infernus. Okay, steigen wir mal aus. Okay. Das hier Observatorium. Warten hier mal auf die Cops. Okay, ich komme mal aus der Geiselnahme. Ich bin traumatisiert. Ich warte hier. So. Ja, das wird ein Spaß. Ja, Fabulous, stimmt. Geht's Ihnen gut noch? Ja, aber ich bin so alleine. Sie sind sehr fürsorglich, vielen Dank. Und danke, danke, danke für die gute Arbeit und danke, dass Sie mein Leben gerettet haben. Bitte, bitte. Ich bin so schnell wie möglich bei Ihnen. Ich stehe hier in der Kötten und die Worte auf der Taxi, aber es kommt nicht. Da der Cornis. Herzlichen Dank für den Follow. Auf geht raus. Dankeschön. Ja, wie soll ich sagen? Das ist wie vorher, oder? Also die Cops sind langsam. Die Rettung ist langsam. Und Cornis haben sie auch nicht. Das müssen wir dann gleich gut. Ich grüße Sie. Hallo? Hallo? Kann ich aufstehen? Ja, setzen Sie sich ins Wagen. Wir gucken, dass wir so schnell wie möglich hier wegkommen. Ja, gern. Ich grüße Sie. Darf ich einsteigen? Ja, der hört mich nicht, gell? Ja, ich höre Sie. Ja, perfekt. Sagen Sie mir nochmal Ihren Namen. Gott sei Dank holen Sie mich ab. Oh, ich sag's Ihnen. Mein Name ist Tom. Tom McKnight. Ich bin hier neu. Und ich wurde entführt. Oh, das tut mir echt leid. Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Bald bin ich sicher, dass ich Hunger habe. Aber ansonsten, ich stehe ein klitzeklein wenig unter Schock. Also so eine Zigarette oder ein bisschen Alkohol oder ein Lapdance wäre sicher gut. Ich werde Sie erstmal zum MZ bringen, ja, dass Sie vorsorglich untersucht werden. Danke, was ist das MZ? Unser Krankenhaus. Warum heißt das KZ? MZ? Ja, KZ nicht. Ja, das war früher, gell? Medical. Ah, ich verstehe. Wie ist denn Ihr werter Name, bitte, der Herr? Ich bin FAB-Agent Daniel O'Connor. Daniel O'Connor. Ich habe einen O'Connor kennengelernt, der heißt Jonas. Ja, der aber ist Sheriff, wie es hier ist, oder? Ja, ein freundlicher Zeitgenosse. Ja, finde ich auch. Danke, dass Sie mich abgeholt haben. Oh, ich sag's Ihnen. Ich wechsle mal eben zurück in den Funkkreis. Damit die anderen auch. Microphone muted. Pyrom, servus, dass du reinschaust. Vielen Dank, Bro. Die 87 meldet sich wieder im Funkkreis an. Activated. Ja, die 87 hat die Geisel soweit gesichert und ist jetzt auf dem Weg. Ich wusste gar nicht, dass da Beef gibt zwischen irgendwelchen Servern. Also
Also FMRP ist hoch organisiert für mein Verständnis. Ganz freundliche Leute. Wie gesagt, anfangs für die Primetime habe ich so ein bisschen, naja. Wäre ich da nicht eingestiegen in dieses Auto, hätte ich heute echt Action verpasst. Das war cool, war echt cool. Microphone activated. Wie ist es bei Ihnen mit Essen und Trinken? Haben Sie noch genug? Ja, wenn ich dann im Krankenhaus bin, dann werde ich sicherlich bald angeschlossen. Ich krieg sicher bald Hunger. Okay. Durst geht noch. Hatte gerade vor 12 Stunden eine Wodka Energy. Ah, okay. Ne, ich muss da oben lang. Ohne Witz, saugeil. Onboarding war ultra professionell. Das weitlichste Gespräch war super cool. Wenn ich nicht vorbereitet gewesen wäre, die hätten mich nicht genommen. Ich war vorbereitet, alles gut. Ich muss wieder zurück. Wieder Slang. Okay, danke. Danke fürs Telefon. Grüß euch. Mai, du, Kollege, wir waren ja da im Zentrum. Hast du nicht einen Artschick für mich, bitte? Natürlich. Mai, das war echt. Bitte haben Sie ein bisschen Verständnis, ich habe jetzt 10 Stunden nichts gekracht. Okay. Brauchen Sie schnell ein. Jetzt weiß ich nicht, wie das geht. Muss ich dann 9. Finger drücken? Nee, du musst. I got it. Danke. Ja, ja, weil ist von der Geisel. Christiana. Ja, sind Sie körperlich verletzt? Na, nicht so richtig. Seelisch tut's eher weh. Okay. Wir sind natürlich keine Psychologen, sind auch aktuell keine Psychologen im Dienst, aber wir können natürlich trotzdem gerne mit Ihnen einfach mal so reden, wenn Ihnen das schon gut tun würde. Darf ich was anderes fragen? Kann die einfach was zum Essen und zum Trinken haben? Ich glaube, dann geht's mir schon. Ja, natürlich. Dankeschön. Die anderen mal auf Seite, vorsichtig. Sind der Tom? Ja, Tommy Knight ist mein Name, genau. Ja, genau, gut, dann habe ich es den richtigen gegeben. Ich sehe da immer so schlecht. Mei, danke Ihnen. Ich bin noch ganz neu in der Stadt und jetzt gleich ein Geiselname, wissen Sie, das ist nicht so einfach als Tom. Gleich aber richtig Action, gleich richtig los. Ja, es ist. Ich eigentlich bin ich herkomme, damit ich Ruhe habe, aber. Dann fragt die auch nicht, ob ich einsteigen mag und dann bin ich eingestiegen und dann. Und dann haben sie gesagt, wenn ich tue, was sie sagen, dann ist alles okay. Und dann bin ich da in der Bank gesessen mit dem Herrn da mit der tätowierten Stirn und der Dame hinter mir. Und dann haben die gesagt, dann haben die mich ausgelacht, weil ich einen Glatzen habe. Das war echt nicht nett. Nee, das ist wirklich nicht nett. Aber sie wissen doch, das hat man doch als Kind gesagt. Wir steigen niemals so irgendwie ein fremdes Auto, das ist nicht gut. Ich dachte ja gern mit meinem eigenen fahren, ich habe ja genug Freund und Geld, aber die scheiß Vorschuld, die hat halt nicht offen, was soll ich denn tun? Ja, das ist natürlich ein Problem, das stimmt. Warte mal, Fahrschule? Aber das ist dann wirklich ein sehr schlechter Umstand gewesen, ja. Frisch auf der Insel gerade eingereist oder, ja, und dann auch noch gleich einen Banküberfall mitgemacht. Einfach leid Pech gehabt, was soll ich sagen, das war so schlimm. Aber jetzt habe ich was gegessen, was getrunken, danke Ihnen. Jetzt schicke ich noch schnell eine und dann klaue ich dem Kollegen da sein Polizeiauto und fahre zur Judikative, weil dann darf ich mich gerne mal beschweren da. Genau, ich glaube. Nein, ich stehe unter Schock, bitte nehmen Sie es nicht für bare Münze, Verzeihung. Ich werde es nicht für bare Münze nehmen, alles gut. Ich danke Ihnen allen für die Hilfe und dass Sie mein Leben gerettet haben, es war echt super. Dafür sind wir doch da. Bedanke mich auch nochmal bei der Polizei, ich glaube. Die kriegt auch sehr wenig Dank ab hier. Das hat der Kollege verdient. Schauen Sie mal, dem wachsen schon graue Haare. Ja. Ah, ja, danke schön. Ja, bitte. Aber schauen Sie mal. Jetzt muss ich nur schauen, ob ich da mein Chick irgendwie ausmachen kann. Ja. Ich 37, ich will 7. Warte, macht es aber so. So, müsste gehen. Na, geht nicht. Scheibenkleister. Jetzt sag, das da geht vielleicht. Wollen Sie die Geißel X-Bein? Ja.
Mit X-Bein, Dankeschön. Kriege ich hin, Dankeschön. Ja. Sie, Herr Special Agent. Jetzt. Jetzt stehe ich wieder falsch. Wie geht's Ihnen beiden denn? Sind Sie bereit für eine Aussage beim PD oder müssen Sie sich körperlich noch untersuchen lassen? Wie sieht es aus? Ja, wenn die. Wie geht's Ihnen? Ja, wenn die anderen bereit sind, dann bin ich auch dabei. Okay, wo sind die anderen zwei? Danke, der Kohlis. Danke, Mann. Okay, wie ist da der Status? Moment. MZ06, hier MZ01 kommen. Frage, Status des Patienten. Es bin die fragt, ob der Patient mitgenommen werden kann oder soweit stabil ist, dass er eine Befragung machen kann. Helmut, 1998, danke, Bro! Was, ich muss 10? Nein, komm, ich gehe nachher Ziggis holen, Alter. Danke, schön, dass du reinschaust und schön, dass dir gefällt. Herzlichen Dank. Mikrofon aktiviert. Dann sage ich das dem Officer und Ende. 10 bis 15 Minuten noch, die machen legen gerade noch einen Gips an, dann muss er noch trocknen und dann können die Person tendenziell mit. Ja, perfekt. Dann würde ich die zwei schon mal zum PD fahren und würde dann nochmal zurückkommen, ja? Alles klar, machen wir so. Wir haben jetzt noch Jack und Maria Paloma hier, ja? Ja. Ja, ich kenne die Namen nicht genau. Ja, aber ist richtig. Ja. Ah, okay, perfekt. Charlie kennt jeden, also. Das stimmt nicht, ich kenne die nicht, aber die Namen sind mehrmals gefallen jetzt. Ja, aber es muss... Okay. Naja, das mit den Palomas, da möchte ich jetzt schon ein bisschen kurz das in Frage stellen, ja. Ich war da gestern. Microphone muted. Ja, ich komme jetzt mit zwei Geiseln zum PD, die anderen sind in circa 10 bis 15 Minuten fertig und würde diese dann nachbringen. Ja, die schauen schon ganz anders aus als gestern, ja. Okay. Ja, perfekt. Dann würde ob ich die Namen stimmen, mitnehmen. Das würde ich überprüfen. Ich komme dann einmal zum PD und nehme Ihre Aussage auf. Also die Patientin, die gerade bei meinen Kollegen ist, die muss jetzt also den Ausweis vorzeigen für die Akte. Die wird auf jeden Fall kontrolliert. Aber okay, ich denke mal, wir dann? Überprüft das ja. Auch nochmal. Perfekt. Bis gleich. Okay, dann Ihnen viel Spaß auf der Insel. Ja, hoffentlich haben Sie jetzt erstmal keine Probleme mehr und dann man sieht sich, denke ich mal. Ich danke Ihnen, es war ein Vergnügen, herzlichen Dank. Das heißt, I'm free to go, right? Ja, nee, wir müssen mit dem Officer dann. Echt? Okay, dankeschön, ich steig mal ein. Jawohl. Ich grüße Sie. Moin moin. Und schick. Jetzt muss ich aber nochmal ganz schnell nachfragen, Frau Paloma. Bin ich Paloma. Wo ist Frau Paloma? Sie sind nicht Frau Paloma. Nee. Wer sind Sie dann? Jemand anderes. Sie haben doch angegeben, Sie sind Maria Paloma. Nein, die in Behandlung ist Maria Paloma. Ach so. Wie ist denn Ihr Wettername? Palin. Wie bitte? Palin. Palin? Nein, Charlie, wie Charlie Chaplin. Ach, Charlie, ja, dann rennst deutlicher. Nein. Na, es freut mich, dass wir das beide überlebt haben. Ja. Ich finde, man soll es jetzt auch nicht übertreiben. Also, wenn Sie da Ihre Hand von meinem Oberschenkel nehmen könnten, wäre ich sehr dankbar. Sie müssen nämlich wissen, Beziehungen, die in extremen Situationen entstehen, die haben jetzt nicht so eine lange Haltbarkeit. Und ich suche ja eher was Langfristiges. Ja, das ist ja mein Job. Ich muss ja reden. Ist es das? Ja, aber ich will Sie, Frau Charlie, ich will Sie ja nicht nerven. Ja, merke ich. Nein, ich kann ja auch schweigen wie ein Grab, ja. Die Dame ein bisschen Ruhe gerade für sich braucht, sie müssen alle Situationen gerade verstehen. Es geht nicht um die Ruhe selber, sondern um die Aussage. Nein, Entschuldigung, Sie hatten die Hand auf meinem Oberschenkel. Da, ja, darf, da darf ich ja wohl sagen, da darf ich wohl sagen, ja bitte nicht. Oder? Ja, das steht mir zu. Ich bin emanzipiert, ja, ich verstehe das. Sie suchen da die männliche Stärke, aber ich höre jetzt einfach auf zu reden. Ja. Dann können Sie einmal aussteigen. 37 für die 87 kommt. Gehen wir mal hier rein. Sie schauen mir auf meinen Hintern. Kannst mich mal. Das glaube ich Ihnen gern, dass ich das tun sollte, aber nö, ich kenne Sie zu wenig, Entschuldigung. Ich möchte gern zuerst was trinken mit Ihnen.
Okay. Ich respektiere sie ja. Ist ja in Ordnung. Mikrofon muted. Danke, Peinchi, oder für den Follow. Ich muss mich ganz so zusammenreißen. Entschuldigung. Danke, Bro. Mikrofon activated. Ja, ist aber schon leer hier, ja. Sollte es hier nicht ein bisschen besetzt sein? Ich frage für einen Freund. Ja, so 10-4. So, wie geht's Ihnen beiden denn? Brauchen Sie noch irgendwas? Mm-mm. Wirklich nicht? Mm-mm. Abstand von ihm. Von mir? Na, Sie haben mich ja begrapscht. Entschuldigung, ich will ja... Herr McKnight, Frau Winde, wie geht's Ihnen? Geht's Ihnen gut? Ich glaube, die Frau Charlie ist ein bisschen verwirrt, aber mir geht's gut, dankeschön. Frau Charlie fühlt sich ein bisschen belästigt von dem Herrn, so wie ich... Nein, umgekehrt! So, alles gut, Frau Winter. Ich trete sie zurück hier so, dann ist alles gut. Was ist, warum ist das so aufgelöst? Geht's um den Herrn, geht's jetzt um mir? Um mir, weil Sie jetzt meinen Schnauzer gesehen haben und jetzt ein bisschen Panik bekommen? Sehen Sie, Frau Charlie, der Nächste! Ich beschütze Sie, Frau Charlie! Lassen Sie doch die Frau Winter mal ausreden. Ist nicht Jens. Okay, ich mache mal was sagen. Charlie, komm mal mit. Sagen Sie, hängt dem, das ist der Herr Lang, oder? Ja, das ist der Herr Lang. Ja, hängt dem der Schnauze in die Oberlippe oder warum redet der so komisch? Da fragen Sie gleich mal selber. Okay, wo kriege ich denn mein Messer her, wenn der das angeblich hat? Hat er das selber eingesteckt oder gibt es da irgendwo so ein Tresor, wo ich es wieder kriege? Das kann ich Ihnen leider nicht beantworten. Achso. Und können Sie mir nochmal helfen? Welche Position hat jetzt der Herr Lang da inne? Fragen Sie ihn gleich mal selber, das ist mir nicht so geläufig. Was wissen Sie denn eigentlich? Ich bin die Dienstaufsicht. Sie sind tatsächlich was Höheres und nur noch hört. Genau, ich bin quasi das Höchste, was hier rumläuft. Okay, und wo ist der Staatsanwalt? Der ist in DOJ, denke ich mal. Aha, müsste der jetzt nicht gleich mal hier eintreffen? Das weiß ich nicht. Ja, ich bin der Zivilist, ich kenne mich ja nicht aus, aber... Genau, sprechen Sie gleich mit dem Detective und der wird Ihnen alles weiter erklären. So freundlich wurde mir noch nie gesagt, geh mir nicht auf den Sack, sondern dem anderen. Herzlichen Dank. Kein Problem, gerne, dafür bin ich da. War mir ein Vergnügen, danke, dass Sie mich gerettet haben. Gerne, gerne. Wenn was ist, ne, schreien Sie ganz laut, der Herr Lang ist für Sie da. Oh je, verstanden. Hm? Der mag sie bestimmt. Das dauert nicht lang, nein. Okay, bis gleich. Wiederschauen. Super. Stehe ich hier. So, Sprachweite mal reduzieren. Herzlichen Dank an die Neuen, die dabei sind. Pink Tuner, Helmut, Darkonis und Danaijit, Wala Alaikum Assalam. So, glaube ich, geht es. Ich gehe mir ganz schnell Zigaretten holen. Und weil er hier jemand so nett war und mir quasi erzählt hat, wie das geht. Hier ist sicher Rauchen verboten. Ich kriege sicher gleich eine Strafe. Ich bin aber gleich wieder da. Nicht ganz okay, das ist schon mehr. Willst du noch da bleiben? Ob du da quatschen oder willst du da direkt gehen? Oh, ich warte gerne. Ich weiß zwar nicht worauf, aber ich warte gerne. Du musst an sich nicht warten. Alles gut. Die Ölfälle sind nebenan und die sprengen ab und zu mal, weil wenn Öl oben aus dem Silo rausbrennt, das kann man nur löschen, wenn man es sprengt. Durch die Druckwelle geht dann das Feuer aus. Natürlich. Wie hätte ich da nicht auf selber drauf kommen können? Deswegen habe ich es dir ja gerade erklärt. Ja. Also wenn du warten willst, kannst du warten, aber an sich ist mal fertig. Ich kann halt nirgendwo hin. Also ich habe nichts hier. Miss Charlie? Mhm. Nee, Sie kommen jetzt mit. Ich könnte Ihnen helfen, ganz, ganz unkompliziert. Herr McKnight, kommen Sie mit. Ich folge Herr Lang. Oder was? Nee, ich hole uns eins. Warte kurz. Ja, Herr Lang?
Herr McKnack, wollen Sie was essen, was trinken, eine rauchen? Sie müssen sich nicht da hinsetzen, alles gut. Sie sind jetzt halt nicht festgenommen oder ähnliches. Aber wenn Sie sich hinsetzen wollen, können Sie es ja machen. Ich wollte fragen, darf ich bitte, wenn ich es irgendwie zustande bringe, kriege ich nicht hin. Darf ich bitte rauchen während unserem Gespräch? Geht das? Natürlich. Das ist sehr freundlich. Herzlichen Dank. Ich gebe Ihnen so eine Zigarette. Bitte sehr. Ach, geht schon. Herr Lange, erst mal tausend Dank, dass Sie uns gerettet haben. Das ist jetzt nicht selbstverständlich. Dafür ist das LSPD da. Jetzt muss ich mal nachfragen, wie ist denn da so Ihre Mannstärke? Ich weiß nicht, ob Sie jetzt meinen Background kennen, aber ich komme aus einem Land, das ist ja grundsätzlich dafür bekannt, dass es jetzt eher nicht so mit den Kriminellen da so ein bisschen verhandelt. Nein. Überall neutral. Nein, ich bin ein Österreicher, wissen Sie. Wir schauen ja erstmal und dann schauen wir mal, was die anderen machen und dann machen wir es eh anders, ja. So, aber ich muss Ihnen so sagen, so machen das viele Beamte. Und so deswegen ist es auch in der Diskussion ausgeartet. Das verstehe ich. Deswegen bin ich auch aus meinem Staat geflogen, denn ich handle ja eher. Fehlt es Ihnen denn an Mannstärke, Herr Lang? Kann das sein? Oder an Mitteln? Ich würde es mal so sagen. Wir klären erstmal die Sache mit der Geiselnahme. Und dann kann ich Ihnen ja mal den Chief vorstellen lassen. Ja, das ist nett. Ich habe nämlich mit dem... Ich habe seinen Namen vergessen, irgendwas mit Underground oder so ähnlich, der Herr mit den weißen Haaren, der auch Kontakt pflegt zum Kollegen Morningstar. Also jetzt nicht. Aber wie gesagt, klären wir jetzt erstmal die Geiselnahme, okay? Sehr gerne, was darf ich erzählen? Mir war die ganze Zeit schlecht und ich hatte Angst. An welchem Ort waren Sie gerade, wo Sie als Geisel genommen wurden? Das ist ein bisschen ein schwammiger Begriff, also ich bin da freiwillig mal mitgegangen. Sie haben sich freiwillig als Geisel nehmen lassen? Nein, ich wusste ja anfangs nicht, dass ich eine Geisel werden sollte. Nicht? Waren die da maskiert? Nein. Waren die da schon maskiert oder waren die da noch nicht maskiert? Das ist mir jetzt nicht mehr so geläufig. Die Sonne stand sehr tief, aber ich habe Augen gesehen. Ich glaube, eine waren braun. Es muss irgendwo beim Würfelplatz passiert sein. Und dann haben sie mir was eingeflößt. Sie haben gefragt, ob ich Durst habe. Hatte ich, dann habe ich was getrunken und dann bin ich da in dieser Bank wieder aufgewacht und dann waren alle maskiert, okay. Ja. Ja, okay. Also auf welchem Platz wurden Sie dann als Geisel genommen? So ähnlich, also ich weiß noch, dass ich da war und dann bin ich in der Bank aufgewacht. Okay, also wahrscheinlich was Psychedelisches in Ihr Getränk mit eingemischt. Ja, K.O.-Tropfen wahrscheinlich, nicht? Möchten Sie da Blutanalyse machen oder ist das eh Wurst? Da hole ich nochmal einen MZler her. Ja, die KTU, K-Bereitschaft? Ich bin die KTU, aber ich habe noch nicht berechnet, Blut abzunehmen. Ah. Ich bin an sich komplett KTU Spurensicherung. Ich als Detective mache an sich vieles. Die spezielle KTU macht das FRB. Und da habe ich letztens erst ein paar Sachen hingebracht. Aber Blutproben kann ich schon selber entwerten, aber nehmen darf ich leider nicht. Ich muss einen MZler machen. Auf Versicherungsgründen natürlich. Ich verstehe. Also ist das Ihnen... Sie sind, Herr Lang, Sie sind ein fleißiger, arbeitender, richtig motivierter Detective, richtig? Richtig. Richtig. Ihnen fehlen aber die Mittel und Ihnen fehlt vor allem die Handlungsfreiheit, richtig? Handlungsfreiheit habe ich an sich genug. Ja, Sie dürfen mir zum Beispiel kein Blut abnehmen, ja? Ja, das ist aber für Sie... Das ist aber normalerweise immer so, dass das Blut von einem Arzt abgenommen wird. Ja, aber das ist jetzt beschleunigen, oder? Und Sie, ich kann es mir auch selber abnehmen. Na, was ich sagen will. 37 messe ich kurz im Punkt des MZs an. Ja, ich bräuchte Mikrofon mal Helmut, danke. Sanitäter Mikrofon activated. Zwecks Blutabnahme. Mikrofon muted. Ach scheiße, wer fordert, der kriegt. Ich wollte nur aufplatteln. So, korrekt. Danke, Dakonis, für den Sitzchair. Mikrofon activated. Ja, so verstanden, die 37 meldet sich wieder ab. Ja, wissen Sie, ich frage deshalb, ich bin ja komplett neu, das wissen Sie ja, ja? Mhm. Und ich versuche ja hier irgendwo ein Standbein zu finden und ich möchte es natürlich auf ehrlichem Wege mir hier mein Geld verdienen und aufgrund meiner Vergangenheit bin ich da mit der Rechtslage durchaus etwas vertraut. Das heißt, ich werde mich auf jeden Fall... Entschuldigung? Ja, Sie sprechen. Was haben Sie denn davor gemacht? Ich war Staatsanwalt, ja. Hier? Nein, in Österreich, wo ich vorher war. Ah, okay. Und dann wollen Sie jetzt zum PD? Ja, eigentlich zum, wie heißt's? DOJ.
Ach so. Da kenne ich diesen honorigen Herrn mit diesen grauen Haaren, den habe ich schon kennengelernt gestern, ja. Grayson? Ja, ich glaube, so heißt er. Oder wie heißt der, der Höhere? Oder Andermatt. Andermatt, genau, dieser Holländer. Ja, 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 genau. Den kenne ich ganz gut. Ja, genau. Gutes Wort anlegen. Andermatt. Ist das jetzt holländisch oder nicht? Weiß ich jetzt nicht. Ah, bin auch nicht so sicher. Ach so, ja, der eine, der Skifahren will, wieder kühlt, aber es nicht zusammenbringt. Ja, verständlich. Ja, 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 ja. Habe ich schon gefressen. Ich will ja, aber ich kann nicht. Ja. Ein typischer Schweizer, na. Ein einfaches, tut mir leid. Ja. Aber sagen Sie mir nicht, dass ich so über die Schweizer rede, bitte. Wissen Sie. Aber an sich sind wir hier fertig. Ich lass jetzt gleich noch, Sie müssen dann noch kurz warten wegen der Blutabnahme. Aber an sich sind wir hier fertig. Passt. Herr Lang, noch eine Sache bitte. Mir wurde ein Messer abgenommen. Mir wurde gesagt, das hätten Sie. Dürfte ich das wieder haben, bitte? Also ich randaliere nicht und gar nichts und sonst erschießen Sie mich bitte einfach, aber ich mache nichts. Nee, erschießen tun wir nicht. Wir foltern. Na, alles gut, nee, machen wir auch nicht. Ich danke Ihnen, Herr Lang. Ja, kleiner Späßchen Ihrerseits, habe ich schon verstanden, ja. Dankeschön. So, wo ist die Frau Charlie? Wer ist die Frau Charlie? Am besten nehmen Sie noch irgendwo Platz. Okay. Guten Abend, die zwei Herrschaften. Wie geht's Ihnen? Ja, bis auf das, dass man es vergessen hat, gut. Ja, kommen Sie einmal kurz mit rein. Ja, ich will ganz kurz den Medic einweisen. Ich will noch kurz ein paar Fragen stellen, nichts Schlimmes. Kommen Sie einfach rein. Danke. Hey, wenn er nach der Schlüpfergröße sagt, sag ihm nicht die Wahrheit. Hallo, einmal den Herrn mit den roten Schuhen Blut abnehmen. Verdacht auf psychedelische Substanzen. Sie dürfen mir alles abnehmen, was Sie wollen. 37, hört. Habt ihr hier irgendwo einen Raum, wo man das nicht so sieht? Ja, komm mit. Ja, das finde ich super. Nach innen, der Herr, die Dame. Ja, danke. Ja, ist das neu, Alter. Muss ja nicht jeder sehen, tatsächlich. Ja, finde ich auch gut. Danke, danke. Dankeschön. Grauslich. Ja, ich folge Ihrem Befehl. Wollen wir irgendwo hingehen, wo es vielleicht gemütlicher ist? Wie Sie möchten. Naja, ich wäre da schon zu haben. Okay. Ich folge Ihnen. Ich bin neu, ich kenne mich nicht aus. Alles klar, setzen Sie sich einmal hin. Normalerweise mache ich das nicht in solchen Räumen. Okay. So, und aus welchen Gründen soll ich denn jetzt einmal das... Jetzt sitze ich aber falsch. Das ist jetzt uncool. Sie müssen quasi, wenn Sie sitzen wollen, jetzt einmal so umdrehen und dann das so machen. Alles klar. Also Sie sitzen jetzt bei mir auf dem Stuhl. Okay, ich sehe nichts. Okay. Und weswegen soll ich Ihnen jetzt einmal das Blut abnehmen? Ich wollte nur schauen, wie hübsch die Sanitäterinnen hier sind, um ehrlich zu sein. Nein, es geht darum, ich kann mich noch erinnern, ich war am Würfelplatz und dann bin ich aufgewacht in der Bank. Und dann war ich eine Geisel. Können Sie mir einmal Ihren Namen verraten, geschweige denn einmal Ihren Personalausweis geben? Warum? Also mein Name ist Tom McKnight. Ja. Und mit meinem Personalausweis, das kriegen wir gleich hin. Waren Sie denn schon mal bei uns ein Patient? Ich würde mich an Sie erinnern und Sie sich an mich auch. Vertrauen Sie mir. Aber um Ihre Frage zu antworten, ich weiß, ich gehe mir gerade selber auf die Nerven. Nein. Tut mir leid. Es tut mir leid, ich komme aus einer emotional schwierigen Lage, stehe ein bisschen unter Schock und Sie sind so unfassbar hübsch und triggern mich. Und da konnte ich jetzt meine Es tut mir leid, ich bitte Sie um Verständnis. Ich bin eigentlich ein ganz ein Lieber. Also, ich bin es mittlerweile gewöhnt. Das kann ich mir bei dem Aussehen vorstellen. Aua, das tut doch weh. Ich habe doch gar nichts gemacht. Ja, aber fast. Das war ja nur prophylaktisch. Und Sie haben jetzt die Vermutung oder das PD... Die 23 hört. Microphone muted. Circa 5 bis 10 Minuten fertig. Microphone activated. 5 bis 10, so schnell, sind Sie sicher?
Ja, so 10-4, ich beeil mich. Fair enough. Nichts, Verzeihung. Nein, ich fühle mich psychologisch einfach ein bisschen belastet, ja. Ja, das glaube ich Ihnen. Also direkt von der Geisel, sage ich jetzt mal so, zu kommen und nicht zu wissen, warum sie da sind. Direkt von der Geiselnahme zu kommen. Halt schon. Microphone activated. Hm. Ach, sie haben aber zarte Finger. Ja. Also sie können sich quasi nicht erinnern, wie sie eine Geisel werden konnten, in Bezug auf... Korrekt, ja. Ja, der Verdacht liegt ganz klar auf K.O.-Tropfen, aber die verflüchtigen sich ja so schnell im Blut. Ja. Okay. So. Also ich meine, Sie werden das wissen, wir reden hier von BO-zierte Zepine. Die sind halt schwierig nachzuweisen, aber vielleicht ist die Chance noch da. So, dann habe ich einmal Ihnen das Blut abgenommen. Ich werde jetzt gleich das zum MZ bringen und das schon mal durch die Maschine jagen. Okay, danke. Um die Testergebnisse dann noch heute zu bekommen. Krieg ich da Bescheid? Oder zuerst die Cops? Also ich habe jetzt von Ihnen jetzt nicht die Telefonnummer, dementsprechend würde ich das erst dem PD weitergeben. Wollen Sie denn meine Telefonnummer? Ja? Nein? Vielleicht so? Also... Ich weiß nicht, ich kann Ihnen das erst zuerst sagen, weil Sie sind ja mein Patient. Wenn Sie mir sagen, ich darf es auch dem PD sagen, dementsprechend. Microphone muted. Danke, Ling 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 in der Haus. Microphone activated. Ja, das wird mir öfter gesagt, dass ich nicht zu viel reden soll. Und wieso? Ich weiß nicht, ich spreche die Leute halt an auf ihre Fehler und gehen ihnen auf die Nerven, wenn sie Deppen sind, nicht? Manche. Wenn sie Deppen sind? Ja, manchen muss man das halt einfach sagen. Die verstehen es nicht. Davon gibt es sehr, sehr viele hier tatsächlich. Also ich hatte mal einen Traum, da war ich eine Geisel und da ist mir einer auf die Nerven gegangen, der hieß Kellogg's Schokoflips, nicht? Lustig. Jetzt habe ich Hunger. Ja, ich würde sie gern zum Essen ausführen. Apropos Essen, genau. So, warte, ich guck mal hinten in meiner Tasche. Da habe ich nämlich noch einen wohlfühlenden Tee. Einen wohlfühlenden Tee. Sehe ich aus, als stehe ich in Flammen oder habe ich Durst? Nein, das ist, weil ich Ihnen gerade Blut abgenommen habe und damit Sie jetzt. Mir ist eh ganz schwindelig. Genau, dementsprechend habe ich hier noch einen Dinner. Wie sieht's jetzt aus? Wir haben jetzt noch zwei offene Fragen mit Ihrer Handynummer und na, wie schaut's aus mit Essen? Also, gerne. Aber ich muss jetzt leider ganz dringend auch wieder zum nächsten Einsatz. Das passt. Genau. Wie ist Ihr Name? Liane Evans. Liane Evans. Und Ihre Handynummer, Juliane. Bitte. Juliane. Und die Handynummer, bitte. War 210-3004. 210-3004. Genau. Liane, darf ich du sagen? Ja, darfst du. Liane, es war mir ein Vergnügen. Genau, und hier ist aber auch dein Ausweis wieder. Dankeschön. Gerne. Alles klar, dann gehen wir jetzt einmal wieder nach draußen. Ich wünsche dir was. Tausend Dank. Ja, gerne. Servus. Mann, Sanitäterinnen. Ja, ich bin's. Hallo. Die Herren, ich grüße Sie. Ach, Sie haben aber tolles Haar, so in grün. Blutentnahme. Ich sollte hier kommen, so. Blutentnahme. Ja, das... Dementsprechend muss ich jetzt leider ganz dringend... Herr Schweizer. Ja, Sie müssen sich vor mich entblößen, hallo. Juliane, Mann, was machst Juliane, du? Juliane, du weißt... Du weißt, ich bin immer bereit für dich. Meine Herren, ich muss Sie enttäuschen. Ich muss Sie leider enttäuschen. Juliane geht mit mir. Ich möchte gar nicht wissen, was Sie da gerade drin gemacht haben und welche Flüssigkeiten Sie sich gegenseitig abgenommen haben. Ich würde es Ihnen erzählen. Da gibt es übrigens ein Video. Kennen Sie Internet?
Die kenne ich tatsächlich, ja. Ich hatte nämlich vorhin einen Kollegen getroffen, der kannte Internet nicht. Also es gibt so entsprechende Seiten im Internet, da zeigen sie genau, wie sowas geht. Da gibt es so verschiedene Kategorien. Manche sind echt abgefahren, ja. Aber das meiste kann ich echt empfehlen. Ja, ich kenne die Seiten nur, also Internetseiten nur von der anderen Seite. Also ich drehe die Sachen. Ach, das finde ich ja stark. Kann ich das irgendwo liken? Das kann man auf jeden Fall liken und auf Facebook teilen. Cool. Okay. Sagen Sie, Herr Kommissar. Ah, Herr Lang, grüße Sie. Herr McKnight. Ja, ich höre. Danke, Herr Kommissar, war sehr nett. Wir wurden jetzt Blut abgenommen. Ciao, Herr Kommissar. An sich sind wir an sich auch schon fertig. Sie können sich ja an sich so gut wie nichts erinnern. Das ist leider richtig. Dann lasse ich Sie auch wieder gehen. Herr Lang? Ja? Wie schaut denn das jetzt aus mit meinem Messer? Habe ich noch gegeben. Habe ich das schon? Habe ich gepennt. Stimmt. Dankeschön. Jetzt habe ich noch eine Frage. Natürlich. Wie komme ich denn jetzt am besten zum Staatsanwalt? Einen Moment. Weil wissen Sie, ich habe... Ja, ich habe noch keinen Führerschein und zu Fuß laufen ist sicher lang. Kleiner Scherz. Gerade dran. Ja. Das DOJ hat so einen Bereich, um Anträge zu schreiben über unser Staatsnetzwerk. Alles klar, da werde ich mich zurechtfinden. Dann gehe ich einfach ins DOJ und schaue, dass ich den Herrn Schweizer, den Andermatt, eine Bewerbung schreiben. Ja, dann schaue ich, dass ich einen Küsch finde und dann bringe ich ihm ein bisschen Skifahren bei und dann wird er mich schon anstellen. Aber der Richter, der Staatsanwalt ist ein anderer, der Richter ist der Herr Andermatt. Und der ist 100% jetzt noch nicht da. Auf jeden Fall, dann lasse ich Sie schon mal raus. Ich danke Ihnen. Bitte schauen. Herr Frau Paloma, Frau Charlie? Ja. Es war mir ein Vergnügen, mit Ihnen Geisel zu sein zu dürfen. An viel kann ich mich ja nicht erinnern, aber ich weiß, wir haben uns nicht gegenseitig bepisst und das ist ganz gut. Und wir sind hier lebend rausgekommen. Einen schönen Tag. Ja, das ist auf sich auf. Ja, hier. Dankeschön. Wiederschauen. Wir sehen uns wieder. Ciao. Elvis has left the building. So, da kommen jetzt schon meine Homies hoffentlich. Homies, wo seid ihr? Homies. Ach, ohne Auto bist du echt am Arsch. Ja, keiner da. So, wo gehen wir denn überhaupt um? Da oben. Warte, ich muss jetzt heim. Wie komme ich denn jetzt ganz schnell? Ah, gar nicht weit. Das heißt, ich muss in die andere Richtung und dann da. Okay, ich verstehe. Na gut. Danke euch allen fürs Zuschauen. Ich glaube, es wird jetzt nicht mehr allzu viel passieren. Ich schaue jetzt, dass ich in meine Unterkunft komme und mich die in Blau gekleideten hier nicht mehr abgreifen. Also dreist wäre es jetzt schon, das vom Polizeidepartement zu machen. Aber mal schauen. Schauen, ob der Funk noch geht. Achtung, Achtung. McKnight speaking. Ist der Funk noch aktiv? Oh, Imneox, danke für deinen Follow, mein Freund. Dankeschön. Ah, ich muss jetzt echt latschen, ey. Ja, Unterkunft habe ich schon, Pyro. So ein abgefucktes... Bin ich hier überhaupt richtig? Ja, geradeaus und dann links. Dann gehe ich gleich mal da links. Ja, war ein cooler Abend, muss ich gestehen. Also ich bin die... Es war echt spaßig da. Ich hatte schon Angst, es passiert nichts. Dann werde ich als Geisel genommen. Also ich werde mir das sicher noch ein bisschen mal anschauen und Revue passieren lassen. Da war die, also ich war ja kurz davor, sie wirklich zu provozieren. Und zwar richtig.
der Kollege Kelloggs und ich, wir haben da eine Ebene gefunden, die auch wieder geht. Aber der Kollege Louis, ja. Schauen wir mal, das wird spannend. Komm ich da, muss ich da über die Brücke oder? Ich glaube, ich muss über die Brücke, ich muss da einfach rüber. Das ist spannend. Nein, das ist hier ein Sozialstaat. Und ich bin... Also eigentlich hätte ich das gestern streamen sollen, aber das wäre zu peinlich gewesen, weil ich die ganze Steuerung noch nicht kannte. Und ich lerne halt jeden Tag, also ich war schon recht mutig, das heute zu machen, finde ich. Und es hat sich gelohnt, finde ich. Hat super Spaß gemacht, die Kollegen haben super mitgespielt. Aber gestern, das war ja unfassbar, da bin ich... Allein wie die Kollegen mich da abgeholt haben an der Insel mit dem Hubschrauber, super geil. Und mich so eingewiesen, habe ich Tests machen müssen, Fragen beantworten. Ja, und was mache ich dann als erstes? Ja, ich gehe halt ins Rotlichtmilieu. bin schon auf Du und Du mit der Chefin, mit dem Geschäftsführer, habe Geld geschenkt bekommen für Tattoos, habe einen Lapdance gratis geschenkt bekommen. Der erste Tag war geil. Und dann bin ich noch mit dem ehemaligen Super-Sheriff hier rumgedüst, Kollegen Morningstar. Der hat leider nicht abgehoben, der ist so geil gewesen, der hat mir ein Auto gekauft. Der hat gesagt, die Fahrschule hat noch nicht... Okay, links, also da vorne, also ich kann auch links gehen und dann links. Also geradeaus und dann links. Ja, da vorne ist mein Dach, weiß ich. Der hat mir ein Auto gekauft und sobald ich die Fahrschule wieder offen hat und ich den Führerschein machen kann, kann ich hier endlich selber... Ich bin ja heute schon illegal herumgefahren, aber... Gott sei Dank hat mich keiner erwischt. Aber es war toll. Also gestern hat Spaß gemacht und heute war geil. So, hier irgendwo ist der Eingang. Oder? Der war doch hier. Ja, genau. Also ich zeige euch jetzt meine Bruchbude noch und dann bin ich raus. Es ist schon nach 12, Alter. Ich muss schlafen. Ja, eintreten. Hellgrau ist mein Freund. Das wurde mir genannt. So, das ist hier so meine Bude. Davon raucht es immer irgendwo. Ich weiß noch nicht, warum. Da ist mein Schlafzimmer und ich werde mich jetzt einfach auf die Couch setzen und ein bisschen Netflixen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hey, Serenia! Von der Dame spreche ich. Unfassbar gutes Roleplay. Gestern schon. Und wenn es euch Spaß gemacht hat, dann werde ich ja das hier öfter machen. Also herzlichen Dank. G is out. Wir sehen uns morgen. Wer hier bei GTA dabei ist und nicht World of Warships, dem darf ich ans Herz legen, es wird morgen das Finale vom Spring Championship übertragen und dann schauen wir, wie ich die Woche jetzt das plan mit GTA. Ich habe Blut geleckt, es macht mir Spaß hier, die Leute sind freundlich am Server und ich finde es, was mir sehr am Herzen liegt und ich das als, wie soll man sagen, das ist so ein Loyalitätsding, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, es sind so ein paar Freunde von mir online gekommen im Chat und haben gesagt, oh, was für ein Server und komm doch auf meinen Server. Ich bleibe jetzt schon mal hier. Also das ist so ein Loyalitätsding. Ich bin da einfach so ein Mensch. Ich schaue mir das jetzt mit FMRP einfach an. Das heute hat super Spaß gemacht. Wenn sich's in die Richtung entwickelt, vielleicht war ich auch nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort, aber nochmal Werbekott, die Leute sind hier sehr professionell. Ich glaube, Aktive könnten da nur helfen. Und ich bleibe sehr gerne vorerst hier. Serena. Ja, ich krieg schon Befehle, ja, läuft. Also, war ein großer Spaß. Ich danke euch. Öffnet die Herzen und Herz die Öffnungen. Nicht im Apartment schlafen, warum? Ich wüsste nicht, wo sonst. Ich weiß, er braucht ja keiner lieb sein. Es geht um Roleplay, Mann. Aber warum nicht im Apartment schlafen? Ich hätte gedacht, das tut man so. Ich meine, es schaut weird aus, aber... ja, qualmt hier halt. Jetzt würde ich an der Pong rauchen. Also ich nicht. Yeah. Real Life ist das nichts, womit ich was zu tun habe. Dakonis, kommt da noch was? Refollows gehen übrigens raus, gleich sobald ich hier fertig bin. Eh klar, nett. Wieso? Echt? Ist ja merkwürdig.
zu Augenproblemen kommt. Okay, ja, dann bin ich jetzt ein Penner und lege mich auf die Straße, oder? Also danke für den Hinweis. Dann gehe ich jetzt hier einfach offline. In diesem Sinne, die Strategie läuft. Kontakt zum organisierten Erbrechten wurde gelegt. Ich glaube, ich darf mich da sogar durchaus blicken lassen. Und schauen wir mal, wie es bei der Staatsanwaltschaft läuft. Also, bleibt gesund, öffnet die Herzen, Herz der Öffnung, ich bin raus. Herzlichen Dank. Jetzt habe ich hier kein End. Egal. Bitte schauen.